Ready, set und go! Herzlich willkommen zurück zu Adobe Live. Erster Tag, zweite Session. Und ja, wir haben eben schon jetzt ganz cool gesehen, Rufus und Elisa zum Thema InDesign, fundiertes InDesign-Wissen. Elisa hat mir dann im Hintergrund auch nochmal so gesagt, was schreibst du denn da, fundiertes InDesign-Wissen? Aber schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr wieder zurück seid. Wir sind hier in, genau, am ersten Tag von Adobe Live und ich habe hier bei mir, jetzt musst du mir ganz kurz helfen, wie spricht man deinen Künstlernamen aus? Shalaya. Shalaya, also ja. Mit Betonung auf dem A. Ja, genau. Da haben viele Probleme mit. Ja, das ist gut zu wissen, genau. Shalaya. Und Shalaya zeigt uns heute ganz coole Sachen zum Thema Illustration. Wir haben jetzt heute Morgen ja schon InDesign gehabt. Später gibt es auch nochmal den Benjamin Sterzenbach zum Thema Animation und heute Abend dann die Sina zum Thema Fotografie. Aber genau, heute bist jetzt bist erstmal du dran und ich würde sagen, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor, wer du bist, was du so machst. Ja, gerne. Einfach nur mal ganz kurz und ich stelle hier so lange mal alles ein und mach mal den Chat auf, weil da sind wahrscheinlich auch schon ganz viele Leute, die sagen Hallo, aber genau. Ja, also, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Shalaya, ich bin freiberufliche Illustratorin und Art Director. Ich wohne und lebe in Osnabrück. Und ne, ich wohne und arbeite in Osnabrück, wäre vielleicht besser. Wohnst und lebst in Osnabrück. Ja, okay. Beides. Und arbeitest. Und ich arbeite auch noch da. Und ja, ich bin Illustratorin und mein Hauptarbeitsfeld ist die digitale Illustration. Ich mache aber auch gerne traditionelle Sachen, das aber eher privat. Aber ich glaube, da wir gucken gleich nochmal über mein Instagram, genau, ne? Da genau. Kann ich euch dann noch was zeigen. Easy. Ja. Cool, danke für die kleine Intro. Genau, ja, wir gehen gleich nochmal tiefer in die Materie ein. Ich gucke mal ganz kurz in den Chat. Einige habe ich ja heute Morgen schon gesehen, aber ich sehe schon, ich muss mal ein bisschen hochscrollen. hallo. Genau, wen sehe ich denn hier? Die Marien, den Patrick, Ming Hatsu, Julia Zieger ist wieder da. Julia ist auch übrigens eine unserer Stammgäste, die war auch schon ein paar Mal hier, auch zum Thema Illustration. Joachim, Dirk, Stefan, Tim, unser lieber Moderator und Thomas und Daniela und Marlow und alle anderen, die da sind. Schön, dass ihr zuschaut. Genau, wenn ihr mitchatten wollt, was natürlich sehr gerne gesehen ist, denn dafür ist das Ganze ja da, dass ihr mit Shalaya kommunizieren könnt und Fragen stellen könnt, auch einfach euren Senf dazugeben wollt, dann kommt auch auf adobelive.com. Da habt ihr die Möglichkeit, mit uns ganz interaktiv zu chatten und eure Fragen zu stellen. Die sehe ich nämlich hier und gibt die dann an dich weiter. Ja. Genau. Also alles, was euch einfällt zu dem Thema heute, gerne einfach mal da rein. Und genau, Dündar habe ich auch schon gesehen. Hey, das ist schön, dass du da bist. Tom ist auch da. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen ja schon die coole Hintergrundgrafik, beziehungsweise ihr seht die, wir haben ja hier so einen schönen Greenscreen, den man der ganz plain ist. Aber ich würde sagen, vielleicht switchen wir doch gleich einfach mal. Genau, guck du mal, ob das mit dem Internet funktioniert. Noch nicht. Noch nicht. Dann stell du das doch mal kurz ein, genau. Und genau, und ansonsten würde ich sagen, wir steigen das schon mal gleich ein. Die Shalaya, jetzt habe ich es hoffentlich nicht richtig ausgesprochen. Ja. Shalaya. Ohne Ö. Ohne Ö. Shalaya. Du arbeitest ja heute auch mit einem Cintiq, beziehungsweise normalerweise hast du ja auch ein anderes Wacom-Tablet, und zwar das, wie heißt das nochmal? Das Mobile Studio. Das Mobile Studio. Zu Hause, genau. Genau. Und hat sich netterweise bereit erklärt, heute mit unserem Cintiq zu arbeiten. Da bin ich jetzt auch mal ganz gespannt. Ich gucke gleich mal, dass ich die GoPro anmache. Klappt es mit dem Internet? Nee, obwohl ich bin eigentlich eingeloggt. Genau, aber ihr könnt ja mal vielleicht in der Zeit... was ich nämlich mal ganz interessant finde, was ist denn so euer Themengebiet, für das ihr euch am meisten interessiert oder in welcher Branche arbeitet ihr dann? Das könnt ihr vielleicht mal in den Chat schreiben, weil das finde ich ganz interessant, mal zu sehen, aus welchen Ecken und welchen Bereichen ihr überhaupt kommt. Genau. Du stellst es auch nochmal in Ruhe gleich ein. Genau. Und Dündar hat schon gefragt, erstmal dabei, schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Gibt es jeden Tag von heute bis Donnerstag, also wir machen das einmal im Monat für all diejenigen, die jetzt neu dabei sind, und Adobe Live dreht sich rund um das Thema Kreativität, genau, und es geht vor allen Dingen darum zu sagen, euch als Künstler, euch als Artist, auch coole Leute vorzustellen aus der Community, wie eben dich, Mademoiselle, und
die Möglichkeit zu leben, zu geben, voneinander zu lernen und dass man auch einfach sich interaktiv miteinander austauschen kann. Ne? Also jeder hat so in seinem Bereich einfach die Möglichkeit zu sagen, man ist da tiefer drin und man ist in einer bestimmten Nische und genau deswegen ist auch der Chat hier so ein bisschen dafür da, dass man einfach voneinander und miteinander lernen kann. Und ich sehe schon, es klappt jetzt, deswegen Jetzt würde ich jetzt geht's. auch gleich mal rüber switchen. Genau, Matthias schreibt, dieses Internet ist auch überbewertet. Genau. Gucken wir gleich mal genau. Schreibt gerne mal in den Chat, aus welcher Ecke ihr kommt. Das können wir uns gleich mal in Ruhe ansehen. Und ich switche jetzt mal kurz auf deinen Screen, dass wir uns mal zusammen ansehen können, was du so machst. Zack. Und dann sind wir nämlich in der Ecke hier. Okay, super. Cool. Genau. Das ist ja dein Das Instagram-Channel. ist mein Instagram-Account. Das ist so der Social-Media-Account, wo ich am aktivsten bin. Und das meiste sind hier private Arbeiten. Und wenn ich mal so durchscrolle, also mein Fokus liegt so ein wenig auf Porträts. Und ich mag sehr gerne gesättigte Farben, wie man vielleicht sieht. Ja, das sind so die Sachen, die ich in der letzten Zeit gemacht habe. Und hier unten, das ist jetzt vom Inktober letzten Jahres. Das ist halt was Traditionelles, was ich immer mal wieder gerne mache. Den musste ich leider letztes Jahr unterbrechen, so ab der Hälfte, Das ist auch eine Challenge, weil. aber die oft gemacht wird, oder? Also jetzt gerade, also hier in Deutschland ist das schon gerade unter den Illustratoren verbreitet, Ja, ich Inktober. glaube tatsächlich auch weltweit. Also ich habe ganz viele Bekannte aus dem Internet, die von sonst woher kommen, die machen alle mit. Und aber es ist halt auch sehr anstrengend tatsächlich und sehr zeitaufwendig und darum musste ich es leider unterbrechen. Aber naja, ich glaube, Aber 2 Wochen da. habe ich durchgehalten. Also die Challenge ist zu sagen, einen Monat lang. Einen Monat lang jeden Tag zu einem bestimmten Wort etwas zu malen. Also es gibt diesen Jake Parker, heißt der, glaube ich, der hat das Ganze erfunden. Und er gibt die Wörter vor. Er gibt die Wörter vor und das ist eine Liste, die wird rausgegeben, irgendwie 2 Monate vorher, glaube ich, und dann kann man mitmachen. Und es wird alles getaggt mit Hashtag Inktober, sodass man sich da dann auch noch angucken kann, was Was andere dazu andere machen machen. und was anderen auch zu den Worten einfällt. Das ist manchmal ziemlich spannend. Ja, das glaube ich. Ja, also je nachdem, was man darunter versteht, was auch immer jetzt wird, das für ein Schlagwort ist, vielleicht kannst du mal ein Beispiel nennen. Ja, ich kann vielleicht mal einfach hier reinklicken. Das hier war zum Beispiel Precious. Precious, okay. Und dann Exhausted, Star. Ja, und wie gesagt, ich finde es immer sehr interessant dann zu sehen, was andere Leute sich dabei gedacht haben, weil meistens sind das dann halt Sachen, auf die wäre man selber vielleicht gar nicht gekommen oder man interpretiert es anders. Also das ist sehr, sehr spannend. Und Sehr ich schön. mache seit 2 Jahren, versuche ich zumindest mitzumachen. Letztes Jahr habe ich es, vorletztes Jahr habe ich es komplett geschafft, das Jahr, den Monat. Und ja. Dieses Jahr musste ich es leider unterbrechen. Gut, kann mal passieren. Aber es ist schön, dass du auf jeden Fall da mitmachst. Und ich weiß auch von einigen, die auch schon bei Adobe Live bei uns hier dabei waren und auch ein paar von uns aus dem Chat, dass sie da mitgemacht haben. Das war nämlich letztes Jahr im Oktober auch der Fall, da haben wir drüber Ja. gesprochen. Da hatten wir die, ich glaube, wir hatten die Mikiko damals hier, vielleicht kennst du die. Ja, ich habe ein Video mit ihr gesehen. Ach, das Also Video Adobe mit. Live Ja, habe ich mir angeguckt. genau. Das war tatsächlich dann im Oktober letztes Jahr. Hast du mir sogar erzählt, stimmt. Ja. Entschuldige. Macht Genau, nichts. und da hatten wir, glaube ich, auch das Thema Inktober mal kurz angesprochen, weil sie auch daran teilnehmen wollte. Stimmt, aber sie hat dann letzten Endes nicht. Genau, sie Dann war konnte das. nicht, weil wir dann auch mit ihr unterwegs waren. Wir waren ja dann auch auf der Adobe Max und dann hat sie auch gemeint, das Jahr davor hat sie mitgemacht, aber dieses Jahr wollte sie auch dann wieder mit teilnehmen. Soweit Ja. ich das noch in Erinnerung. Freue ich Cool. mich mal, was sie dann da macht. Genau. Tom fragt pro Bild nur einen Tag. Ja, oder? Du hast dann nur einen Tag Zeit pro Bild im Endeffekt. Während Ja, dieser genau. Challenge. Ja, genau. Aber du hast ja Also. 2 Monate Vorbereitungszeit, also kannst du dir ja vorher schon ein bisschen überlegen, was du. Sollte man tun, habe ich auch immer vorgehabt, aber also für den Workflow ist es halt super, wenn du halt an einem Tag mal tatsächlich, wenn dir irgendwas dazwischen kommt, du hast viel zu tun bei der Arbeit oder so, dann hast du halt weniger Freizeit, dieses Bild zu malen. Und meistens endet es auch damit, dass man nicht nur geplante 2 Stunden dran sitzt, sondern vielleicht auch 5. Also vorzeichnen ist immer eine gute Idee. Hätte ich auch tun sollen letztes Jahr. Es halt, man kann es halt nicht immer machen, ne? Je nachdem, wie Ja, man zu tun hat. genau. Ich schau mal ganz kurz rein, weil es haben schon einige geschrieben, was sie eigentlich machen. Was ich nämlich sehr, sehr cool finde. Ich muss mal ein bisschen hochscrollen wieder. Ist immer super cool, weil wir haben so einen aktiven Chat, dass wir Ja, das freut mich. das, also muss ich auch immer wieder loben. Die stellen immer ganz fleißig Fragen und machen mit. So.
Ming hat geschrieben, ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich Ming nenne. Ansonsten sage ich einfach immer weiter, Ming hat zu. Ist aus dem Bereich Comic, Illustration, Animation und Cartooning. Und Jessica schreibt Film und Animation, Corporate Design. Stefan aus dem Bereich Brand Strategy, auch ganz interessant. Patrick, Illustration und Grafikdesign und probeweise Animation. Ja, da musst du später auf jeden Fall dann auch einschalten beim Benjamin, der übrigens auch aus unserer Community ist. Was ich Ach sehr, so. ja, also was ich sehr, sehr spannend finde, weil der war, also ist auch immer bei uns im Chat sehr aktiv und macht auch immer den ganzen Challenges mit. Und irgendwann ist, ich glaube, es war letztes Jahr im Oktober zu dem Thema Rocket Beans, da waren wir nämlich auf der Gamescom zusammen. Ja. Und dann ging es nämlich darum, dass wir die Community haben entscheiden lassen, was man animieren kann zu dem Thema Rocket Beans Bohne und dann zwei verschiedene Spiele in so einer Art Mashup. Und dann wurde das eine gewählt und er hat einfach nebenbei in der Zeit dann einfach das andere Thema praktisch nebenbei gemacht und gepostet, was wir sehr, sehr cool fanden. Und dann haben wir gesagt, komm, den laden wir jetzt auch mal mit ein, Ja, weil cool. das, was er macht, ist ja auch sehr schön. Müsst ihr euch auf jeden Fall ansehen. Genau, Thomas ist selbstständiger Creative Director, auch sehr, sehr cool. Nele, freiberufliche und angestellte Illustratorin. Also echt alles dabei, auch Hobby. Ne? Feline schreibt nur als Hobby. Das ist echt hier. Melanie ist Fotografin und also echt super cool, dass wir aus so vielen verschiedenen Ecken dabei sein. Tobias, Film und Sounddesign und Benjamin, Filmemacher aus Dortmund. Also ich gucke mir die gleich nochmal alle an, aber es ist auf jeden Fall schön, dass aus so vielen verschiedenen Ecken Leute sich das ansehen und sagen, hey, ich Ja. möchte mich weiterbilden, auch wenn es vielleicht gar nicht mein Segment, meine Rubrik ist. Genau, aber zurück zu deinen Sachen, weil die sind jetzt nämlich Thema. Du machst ja auch, ich habe gesehen, du hast auch ein paar einfach nur Schwarz-Weiß-Skizzen quasi, die du mal hochgeladen hast. Was Du ist meinst die denn, Sketches einfach genau, die nur? Sketches manchmal, Sowas? genau, was ich auch sehr, sehr schön finde. Was ist denn für dich selbst, was ist denn für dich lieber oder was machst du denn lieber? Nur skizzieren oder sitzt du auch wirklich sehr, sehr, also, oder sitzt du lieber dran und sagst, ich koloriere das jetzt komplett mal durch? Das kommt eigentlich drauf an. Also, ich koloriere halt sehr gerne. Also, du hast dann am Ende dieses fertige Produkt, aber zum Skribbeln, also da setzt man sich halt manchmal hin, ohne einen Plan zu haben. Ja. Also, du hast kein Konzept, du fängst einfach an und manchmal kommt dann halt irgendwie was Schickes dabei raus. Ich hatte zum Beispiel das hier. Das war einfach nur ein Skribbel, was extrem gut angekommen ist. So für meine Verhältnisse hier 8. Ist Wahnsinn. 7000 Likes, das ist schon richtig gut. Da habe ich mich dann zu entschieden, das zu kolorieren beispielsweise. Hast du das auch hochgeladen, das Kolorierte? Ja, das war das hier. Ah, das Das nehme ich war mit. ein Twitch-Bild, das habe ich aber mittlerweile auch wieder ausgetauscht. Ah, genau. Du bist ja auch auf Twitch sehr, sehr aktiv unterwegs, ne? Also, dass du Ja, dann wirklich. also mein Twitch-Account ist noch nicht so alt, aber ich habe, glaube ich, zwei oder drei Streams bisher gemacht. Aber ich habe auf jeden Fall vor, das regelmäßig zu machen. Cool. Was sagst du dazu? Also, denkst du, das ist eine Plattform, weil Twitch ist ja eigentlich aus dem Gaming-Bereich, ne? Ein Livestream aus dem Bereich Gaming. Ja. Und die haben sich jetzt auch seit längerem jetzt so ein bisschen versucht zu erweitern, dass man eben sagt, okay, es soll nicht nur Gaming sein, sondern aus verschiedenen Ecken die Ja. Möglichkeit, Livestreams zu machen. Glaubst du, das ist für dich auch ein sehr passendes Publikum oder hast du da die Erfahrung gemacht, dass es das schwieriger ist für dich? Nee, also ich habe jetzt keinen Vergleich, weil bei YouTube habe ich nie gestreamt. Aber ich weiß, dass die Art-Community da sehr groß ist mittlerweile, also auch immer weiter anwächst und es gibt auf jeden Fall da ein Publikum für. Ja. Passt ja eigentlich auch bei dir ganz gut. Ne? Du bist ja auch so, ich sag mal, so ein bisschen in diese Schiene auch mit drin. Ne? Du hast ja letztens deinen coolen Zelda, Legend of Zelda Becher gepostet, den ich übrigens auch habe, finde ich sehr, Ja. sehr cool. Ja, der ist toll. sehr, sehr cool. Jessica fragt, ob du auch auf dem iPad Pro malst. Ja, mache ich auch. Ja. Das habe ich auch. Und es ist ein sehr tolles Gerät. Also, es ist eines der wenigen elektronischen Geräte, die mich echt überzeugt haben. Also ich hatte sonst irgendwie. Das Wacom habe ich ja auch noch, aber ich muss sagen, so als mobiles Gerät und auch wenn ich mal nicht am Schreibtisch sitzen will, ist das iPad Pro einfach klasse. Da Ja. bin ich echt mal gespannt, was du da dazu sagst, wenn jetzt Project Rocket, also Photoshop fürs iPad Ja, habe ich schon gehört. und Project Ich Gemini bin sehr rauskommen. gespannt. Das wird auf jeden Fall, kommt ja im Laufe des Jahres, wir dürfen natürlich leider keine genauen Daten nennen, wie das so ist, aber im Laufe des Jahres werden diese beiden Tools auf jeden Fall erscheinen. Und genau, da kannst du mir auf jeden Fall mal Feedback geben. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Sehr cool. Eine letzte Frage noch zu deinem Ja. Portfolio, was ich nämlich ganz interessant finde, wenn du vielleicht nochmal hochscrollst, da gibt es doch dieses, genau das da, mit den neun verschiedenen Bildern. Das habe ich auch bisher auch tatsächlich nur bei Illustratoren gesehen, dieses, ne, das bin ich in der Mitte und dann halt meine neun. Genau, Art versus Artist heißt Genau, das. das ist auch so eine Challenge, oder?
Das ist ein Hashtag, der immer mal wieder erscheint, so ungefähr einmal im Jahr ist der dann komplett trendy. Jeder macht das. Ich habe hier noch ein. Ich habe Ich es nur weiß bisher nicht, bei Artists gesehen. Also ach so, ja, deswegen finde ich das doch, so das interessant. stimmt. Ja, also es ist dann auch wirklich schon nur in eurer Szene dann quasi. Ja. Ja. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es das noch irgendwie alternativ woanders gibt. Hast recht. Nee, Ja. hätte mich nur mal interessiert, weil ich habe das ein paar Mal, ich glaube bei der Chantal habe ich es auch mal gesehen und noch bei ein, zwei anderen Ja. Illustratoren und Illustratorinnen und habe mich dann immer gefragt, ist es wirklich nur so ein Illustrator-Ding, so ein Artist-Ding oder, ne, oder nicht? Aber wenn du sagst, ja, du hast es tatsächlich auch nur bisher so in Ja. der Richtung gesehen, cool. So, Madame. Und jetzt Ja. gucke ich mir gleich in den Chat nochmal an, weil es kam noch ein paar Sachen. Aber eine Frage an dich. Vielleicht magst du kurz ein bisschen zeigen oder erklären, was du heute und über die nächsten Tage vorhast, was du uns zeigen willst. Und dann können wir eigentlich auch schon mal so ein bisschen einsteigen. Ja, Genau. das Du hast ja ein bisschen was mitgebracht, ne? genau. Ich scroll hier mal runter, weil meine Grundlage ist eine alte Skizze von mir, nämlich diese hier. Die habe ich irgendwann mal gezeichnet und die wollte ich immer mal kolorieren. Bin nie dazu gekommen und ich habe gedacht, heute ist eigentlich eine gute Möglichkeit, damit anzufangen. Und ja, das werde ich machen. Cool. Du hast ja erzählt, du hast es abfotografiert. Das heißt, wir würden dann Genau, auch ich habe noch von. mal ein extra Foto gemacht, also nicht das hier, Ja, aber sehr, sehr sondern. cool. Wie komme ich jetzt hier raus? Was magst du Nein. machen? Die Skizze Ah, aufmachen. okay. Genau. Genau, du machst jetzt die Skizze auf. Ich gucke mal ganz kurz in den Chat. Ich habe jetzt auch die Frage, was sind so deine Tools, die du auf dem iPad Pro benutzt? Ich benutze Procreate Hm? hauptsächlich. Machen ja viele. Ja, das ist so das erste Programm, was mir eigentlich empfohlen wurde. Ich habe es runtergeladen und ich bin sehr zufrieden damit. Und ich wollte nochmal dieses Programm ausprobieren. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, wo man Photoshop aufs iPad streamt. AstroPad. AstroPad. Genau, das ist so eine Das soll ja auch. Streaming-App Ja, quasi. genau. Genau. Brauchst du ja dann irgendwann nicht mehr, wenn du dann das richtige Photoshop fürs iPad Ja, hast. richtig. Genau. Also vielleicht brauche ich es nicht mehr tatsächlich. Ja, aber mit Procreate arbeiten ja auch echt viele auf dem iPad Pro. Oder eben Adobe Sketch. Das ist auch der Percy zum Beispiel. Der Percy Chan, der arbeitet immer mit Adobe Sketch. Aber ich bin mal gespannt, wie das eben dann mit Photoshop fürs iPad und vor allen Dingen Project Gemini wird, weil das wären zwei sehr interessante Tools, die das Ganze nochmal unterstützen können. Und ich sehe gerade, Voldemort ist auch wieder da. Ist ein kleiner Insider. Da ging es nicht darum, dass sie nicht wollte, dass man weiß, wer. Also, dass wir es nicht im Chat sagen, ihren Namen dann auch vorlesen. Ja. Deswegen haben wir gesagt, alles klar. Die, dessen Name nicht genannt werden darf. Und dann kam irgendwann, ne? Voldemort. Ach so, alles klar. Genau. Ming schreibt, ich glaube, ich kenne. Ich muss immer überlegen. Sherla, ja? Ja. Aus diversen Conventions. Und die Frage wäre, ob du demnächst auch auf irgendwelchen Conventions warst. Nein, Nein. war ich nicht. Da musst du mich verwechseln. Ein Imposter. Da war jemand anders, der so getan hat, vielleicht. Okay. Ja, dann, genau. Du hast es jetzt eben schon vorbereitet als Foto. Jetzt kam immer noch mal die Frage, Dennis hat auch noch mal gefragt, welches Tablet du benutzt. Du hast ja auch gesagt, ne? Also normalerweise hast du das Mobile Mobile Studios. Studio, das ist ein bisschen größer und Genau. auch eben als eigenständiger Computer nutzbar, ne? Richtig, ja. Genau, das ist nämlich der Unterschied zu zum Beispiel einem Cintiq, das ja eigentlich nur als Bildschirm fungiert, Ja, mit aber die dem Größe ist, glaube ich, die gleiche. Das ist auch ein 16 aus den Zoller, ne? 16 Zoller. Genau, sonst habe ich auch. Genau, aber also wir haben das ja auch erst vor ein paar Monaten angeschafft, weil wir gesagt haben, wir brauchen mal eins hier. Denn davor haben immer Rufus und ich uns endlos quälen müssen und von oben vom sechsten Stock von einem Arbeitskollegen das ältere Wacom Cintiq, das dann so gefühlt 50 Kilo wiegt, immer hier runterschleppen müssen. Das war echt eine Qual. Und irgendwann haben wir gesagt, wir brauchen jetzt ein eigenes. Und das 16 Zoller Cintiq ist echt, ich finde das mega cool. Ich bin mal gespannt, was du jetzt Ja. damit machst, weil ich glaube, wir haben es bis jetzt auch nur einmal probiert. Ja. Ja, tatsächlich, weil die meisten dann gesagt haben, ich arbeite dann doch lieber mit dem iPad. Ach so, iPad Pro, okay. ne? Und dann über AstroPad dann quasi. Genau. Und irgendwas hängt bei dir gerade Ja. was? Dein Laptop. Okay. Kommt bestimmt gleich. Ist ja kein Problem. Aber vielleicht kannst du ein bisschen was über deine Skizze lang erzählen, während er hier noch ein bisschen näht. Oder du kannst, Ich genau, mache machst mal vielleicht mal einfach neu. hier das Kann ja mal aus. passieren, genau.
und mach's einfach nochmal wieder an. Genau, jetzt kamen auch schon ein paar Fragen, kannst du auch gleich nochmal beantworten bezüglich deiner Auflösung. Ein paar haben jetzt gefragt, warum du 600 ppi als Auflösung hast und 297 cm, die man geschrieben hat, weiß nicht. War das so deine Standardeinstellung? Ja, oder? Das nehme ich immer. Also halt auf DIN A4 und 600, falls man es irgendwann mal drucken will. Also bräuchte ich jetzt nicht. Schon mal ja, genau. Für die also je größer, desto besser. Man kann es halt immer verkleinern. Vergrößern wird da eher schwierig. Klar. Aber falls es jetzt weiterhin hängt, nehme ich einfach dieses. Also ich male dann einfach übers Bild, würde ich sagen. Oder so. Ja, aber das reicht auch. Ich nehme einfach das hier. Okay, gut. Dann fange ich jetzt mal. Yes, wir sind gespannt, genau. So, also wir erleben jetzt quasi den kompletten Workflow von, ich habe mal ein bisschen was gescribbelt über die Reinzeichnung bis zur kompletten Kolorierung. Ne? Das genau, gucken wir uns jetzt richtig. Mal an. Also bis auf das Scribble, das existiert ja jetzt. Genau, das Scribble hast du jetzt schon mal mitgebracht, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Spannend ist ja jetzt zu sehen, wie du praktisch von dem Foto, das du gemacht hast, das Ganze jetzt ins Digitale überträgst. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz in Ruhe an. Wow! Genau. Frank schreibt aber doch nicht 3x2 Meter. Ja doch, wie gesagt, wenn man es drucken will, warum nicht? Je nachdem, es kommen ja bestimmt auch ab und zu einfach mal Aufträge, bei denen es heißt, ich hätte gerne genau das, nur halt in groß. Ne? Und es sind ja keine Vektoren, das heißt, von daher ist es gar nicht mal so doof, das schon mal in groß anzulegen. Ja, das ist so eine Angewohnheit von mir. Ist ja okay. Also, genau, kann ja jeder machen, wie er will. Aber ich brauche es wahrscheinlich nicht für jedes Scribble, aber ich mache es halt. Klar. Genau. Beim Cintiq, weil ich es auch nochmal gerade hier gelesen habe, das Cintiq ist ja quasi genau ein zweiter Monitor. Mhm. Wobei es in dem Fall eigentlich eine Spiegelung ist von dem Hauptmonitor. Ne, man kann es, weiß nicht genau, ob man es auch erweitern kann, aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass es eine Spiegelung ist, auf der man dann quasi direkt drauf malen kann. Ne, also wie ein großes iPad. Und der Rufus geht was essen, lass dir schmecken. Genau. Das ist ganz praktisch, gerade wenn man sagt, es gibt ja auch einige, die jetzt zum Beispiel, mir schwer jetzt zum Beispiel super schwer zu sagen, ich habe mal so ein Intuos ausprobiert, das, was die Elisa heute Morgen hatte, was auch ganz spannend ist zu sagen, dass man dann praktisch auf dem Grafiktablett malt und auf den Bildschirm guckt währenddessen. Das ist auch eine Gewöhnungssache. Ja, das Intuos hatte ich vorher. Das war auch nur einfach ein Tablet und meins war schon 12 Jahre alt. Ui. Aber es hat immer noch funktioniert, aber ich wollte immer eins mit Bildschirm haben. Und dann habe ich mich irgendwann fürs Mobile Studio entschieden. Ja, ist ja auch kein Problem. Weil ich auch einen iMac hatte, der so langsam in die Knie gegangen ist. Das heißt, ich brauchte zwei neue Geräte und dann habe ich mir einfach beide in einem gekauft. Ja, warum nicht? Also, wie gesagt, was mir aufgefallen ist, du hast jetzt keinen Handschuh. Ne? Bei den anderen, die ich jetzt so gesehen hatte, die auf einem Grafiktablett arbeiten, viele von denen haben so einen Handschuh. Ja, ich habe auch einen. Den benutze ich aber meistens fürs iPad. Die Wacoms haben so ein... Das ist eine extra Oberfläche, die das Ja, die ist... Genau, also beim iPad bleibt man manchmal hängen. Die ist so richtig... also die spiegelt halt sehr. Mhm. Und hier ist so eine matte Folie quasi drüber. Genau, da geht das auch ohne. Das ist tatsächlich bei den neuen Cintiqs ist tatsächlich das automatisch schon mattiert. Ja. Früher war es ja so, dass sie erst glatt waren und dann musste man sich extra das nochmal dazu kaufen. Und jetzt ist es standardmäßig schon mattiert. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Ja. Genau. So, genau. Du fängst jetzt mal an, einfach ein bisschen zu zeichnen. Das heißt, wie gesagt, die Reinzeichnung ist jetzt der Fall. Mhm. Und wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, jederzeit einfach auf adobelive.com kommen und eure Fragen in den Chat stellen. Das kann ich nämlich dann hier sehen und gebe das dann an die Mademoiselle weiter. Genau. Genau, während sie nämlich jetzt fleißig das Ganze hier mal nach vorne treibt. Genau, und ansonsten, wir haben eben auch schon drüber gesprochen, was wir nämlich dieses Mal wieder machen werden, ist nämlich unsere coole kleine Portfolio-Session, wo wir uns eure Sachen angucken. Das würden wir nämlich am Donnerstag machen. Und zwar einmal zum Thema Illustration mit dir und dann eben auch mit der Sina später zum Thema Fotografie. Das heißt, schön, ganz fleißig unter dem Hashtag, den schreibe ich jetzt auch nochmal hier rein, Adobe Live Fam, eure ganzen Einträge
auf Instagram taggen und dann können wir uns das hier ansehen und zusammen durchgehen. Finde ich immer ganz interessant, was die Community da so alles nach vorne bringt und erstellt. Da gibt es wahnsinnig Begabte unter euch. Also sehr, sehr gespannt immer. Ich habe auch den Hashtag tatsächlich abonniert und gucke mir den immer an, was da so Neues reinkommt. Das ist ja ganz cool. Und genau. Bin ich mal gespannt. Jetzt ist hier gerade so eine Diskussion ausgebrochen mit den Pixeln und PPI und wieso und überhaupt. Genau. Ja, aber ich glaube, also ich sag mal, wenn man sagt, man macht das jetzt irgendwie nur für Instagram oder so und hat überhaupt nicht vor, das in größere Arbeiten umzuwandeln, kann man auch notfalls irgendwie mit, Ahnung, 72 finde ich jetzt fast schon wieder zu klein, aber so mit 100 oder 200 kann man da auf jeden Fall arbeiten und dann, Ja, kann man klar. Also ich meine, natürlich. 72 war so in Zeiten, wo dann die Auflösung von dem Bildschirm noch nicht so gut war. Und es noch ältere Webformate gab, ja, aber mit den Retina-Displays ist, glaube ich, ist man damit 200 schon besser bedient. Ja. Aber ja, bin ich mal gespannt. Dennis fragt, was findest du besser, iPad oder Cintiq? So für dich, von deinem persönlichen Geschmack. Und was sind so deine die Vor- und Nachteile, die du so findest? Weil er ist am Überlegen, sich eins zuzulegen. Das ist noch Ein ganz Cintiq interessant. oder ein iPad? Ja, eins von beiden. Und deswegen, genau, wäre jetzt die Frage, was du besser findest und was so für dich die Vor- und Nachteile sind. Und auch ganz spannende Frage. Ja, kann ich so im Stand wahrscheinlich gar nicht beantworten. Also das iPad ist halt super mobil und die Sensitivität des Stiftes ist wirklich extrem gut. Beim Wacom, also ich habe jetzt nicht das Cintiq, ich habe ja das Mobile Studio. Schwierig. Ich habe es mir gekauft, um eventuell mobil zu sein damit. Trotzdem mobil im Namen ist es halt eigentlich nicht mobil. Es ist super schwer und bei mir steht es halt auf dem Schreibtisch. Das heißt, wenn ich mobil sein will, nehme ich halt das iPad mit. Ja. Also Intention ist ja zu sagen, du willst von egal wo du bist, auch Ja. die Möglichkeit haben zu scribbeln und zu zeichnen und Genau. zu malen. Und da Genau. ist natürlich klar, das iPad in irgendeiner Form der Vorteil. Cintiq ist natürlich so die fixe Workstation, ne? Wenn du sagst, okay, du willst an deinem fixen Platz arbeiten, aber auch die Möglichkeit haben, den notfalls woanders hinzuschleppen. Genau. Aber naja, wie Aber gesagt, du. ich habe das iPad dann dafür, um mobil zu sein. Allerdings ist es halt so, auf dem Mobile Studio nutze ich dann halt Programme wie Photoshop. Und auf dem iPad ist es dann halt schon eher begrenzt, was so die technischen Möglichkeiten angeht. Das heißt, also zeichnen kann ich da gut dran, aber Bildbearbeitung müsste ich dann trotzdem am Wacom machen. Also es kommt immer darauf an, was man damit vorhat. Ja, also ich glaube, es gibt da kein gut und schlecht in dem Sinne, sondern es geht auch um den Ja. eigenen Bedarf, ne? Wo man arbeiten will, wie man arbeiten will. Und da gibt es, glaube ich, dann bei beiden auch Vor- und Nachteile. Genau, und was für welche Tools man braucht halt Genau. auch. Ich meine, im Idealfall hat man beides. Aber das kann sich natürlich nicht jeder leisten, weil so ein Cintiq ist ja auch nicht günstig, gerade die neuen. Thomas schreibt, iPad ist viel intuitiver in der Handhabung, leicht vielseitig und mehr als ein Illustrationstool. Das stimmt schon. Vor allem das neue iPad, muss ich auch sagen, mit dem neuen Pencil ist halt schon Wahnsinn. Ja, Das ist schon das ist wow. super. Na, da bin ich auch mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Werden wir dann sehen, ne? Das werden wir dann auf jeden Fall sehen. Genau. Phil schreibt für online, also Instagram ist die DPI-Zahl doch vollkommen wurscht. Ja, zum großen Teil schon, weil Instagram sowieso automatisch alles runterskaliert, Ja, wie es das will. Ne? Also, das ist immer das ist ärgerlich. super ärgerlich, ne? Weil einfach so viel Detail weggeht. Auf der anderen Seite kann ich es auch verstehen, weil so viele Bilder wie hochgeladen werden am Tag auf Instagram, das muss ja auch irgendwo hin. Ne? Und da hat es halt Instagram einfach gemacht und gesagt, okay, alle Bilder werden halt gleich formatiert, genauso wie alle Instagram-Stories halt einfach von der Auflösung formatiert werden. Also es ist vollkommen egal, ich habe es nämlich mal getestet. Ich hatte mit meinem Handy kann ich ja auch 4K 60 Frames aufnehmen. Ist vollkommen egal, es wird einfach runterformatiert auf 30 Frames. Halt mit der typisch pixeligen Auflösung von Instagram. Schade, aber so ist es. Genau. So, schauen wir mal, was gibt es denn noch? Beate fragt, ob das ein Standardpinsel von Photoshop ist, den du benutzt. Und wenn ja, welcher? Also Der Brush. er ist aus meiner Brushes-Sammlung. Also das sind Brushes, die habe ich mir alle mal zusammengesammelt. Die meisten sind eigentlich auch custom, also von mir irgendwann mal angepasst.
Aber das kann ich jetzt gar nicht sagen. Allerdings ist es halt, glaube ich, ein Hard Tip. Also so ein dieser, nee, wie heißt das? Round Brush? Round Roundbrush. Hard Round Brush. Das ist so eine Custom Brush von Photoshop. Und Mhm. dann mit ein paar Transfereinstellungen könnte das auch hinkommen. Aber du lädst jetzt keine extra Brushes runter. Also jetzt zum Beispiel von Kyle T. Webster oder Habe ich es gibt eine noch riesen nicht. Bibliothek. Also ich habe von wie heißt der? Kyle T. Webster. Von dem noch nicht, aber ich habe im Internet ab und zu mal Brushes ausprobiert einfach. Und wenn mir die gefallen haben, habe ich sie behalten oder halt nochmal angepasst. Und ja, das sind halt so im Endeffekt die Brushes, die mir am meisten zugesagt haben, mit denen ich eigentlich alles mache. Sehr schön. Karin ist ganz neu bei uns, hat nämlich geschrieben, für sie ist das alles ganz neu und sie würde gerne von dir wissen, was du machst, beziehungsweise wie du generell arbeitest. Vielleicht kannst du noch so ein bisschen gleich mal über deinen Workflow erzählen, was so generell so deine Herangehensweise ist. Wenn du sagst, ich scribble jetzt wie jetzt oder mache eine Reinzeichnung und will das Ganze dann auch kolorieren. Ja, jetzt von der Reinzeichnung oder von Ja, generell Scratch? von deinem Verlauf. Also sagen wir mal, du vom Anfang eines Projektes bis zum Ende, so ganz grob, dass man einfach mal weiß, wie ist es bei dir so vom Ablauf? Oder gibt es zum Beispiel jetzt mal als Beispiel jetzt hier bei deiner Reihenzeichnung, gibt es irgendwelche Sachen, worauf du achtest? Oder auch vom Hintergrund her, wie du jetzt, sage ich mal, deine Linienführung machst? Also jetzt gerade transferiere ich ja nur den Sketch quasi ins Digitale. Da sieht man ja auch da. Folge ich so ziemlich der Strichführung aus dem Sketch. Und hinterher, wenn es dann ans Kolorieren geht, dann überlege ich mir so, welche Farben ich nutzen will, mache eventuell eine kleine Farbskizze und dann, ja, fange ich an zu kolorieren. Das ist der grobe Workflow. Der grobe Workflow ist das, genau. Genau, Tim schreibt gerade, tatsächlich hast du schon ein paar vorinstalliert, weil in CC 2019 sind die unauffällig in den Brushes Ah. integriert. Also ein paar von denen, weil Kyle T. Webster arbeitet ja auch für Adobe mittlerweile. Aber er hat auch eine große Bibliothek an sehr, sehr coolen Brushes, Okay. die man sich auch dann Ja, vielleicht habe ich sie dann doch schon runterladen kann. genutzt. Genau. Genau. Ja, ich sehe schon wieder hier Photoshop fürs iPad. Ja, wie gesagt, ich würde es gern sagen. Ich kann es aber leider nicht, wann es rauskommt. Auf jeden Fall sollte es nicht mehr allzu lange dauern. Und Project Gemini ist eben auch ein Close Call. Also die beiden kommen auf jeden Fall dieses Jahr und wurden ja auch schon bei der letzten Adobe Max angekündigt und gezeigt. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Aber sobald sie raus sind, könnt ihr euch sicher sein, dass es dafür auch Adobe Live Sessions geben wird. Und dann gehen wir das alles in Ruhe durch und gucken uns das an, wie das funktioniert, wie man das macht. Macht euch also da keine Sorgen. Jetzt wollte ich dich gerade fragen, würde es dir was ausmachen, deine Leiste runterzumachen? Dann sieht man noch ein bisschen mehr die Tab-Leiste. Oder brauchst du die unten? Nö. So, eigentlich Genau, kann dann können wir es ein Photoshop dann bisschen auch noch. größer ziehen. Ja, gute Super. Idee. Das ist super, weil dann hat man eben schon ein bisschen mehr Platz und kann das nochmal sehen. Genau, und genau, Project Gemini ist halt echt so eine Art App zum Zeichnen und Malen mit professionellen Tools, wie auch Tim schon gesagt hat. Es ist quasi nicht wie Procreate, muss man echt sagen, weil die Algorithmen und die Art, wie man dort malen kann, sind tatsächlich sehr, sehr cool. Also ein Beispiel ist, das hatte auch Kyle T. Webster tatsächlich gezeigt bei der Max letztes Jahr. Du willst mit Ölfarben zum Beispiel malen oder Acryl und dann ziehst du deine Pinselstriche in einer Farbe und malst dann zum Beispiel drüber und es wird halt wirklich realitätsgenau dargestellt, wie das Ganze sich dann dementsprechend verändert vom Pinselschwung, der dann auf dem Bild ist, aber auch die Vermischung der Farben und natürlich auch das Ganze, wie wenn es praktisch, also wie man es in echt übereinander malen würde, ne? Gibt es nochmal eine andere Tiefe. Also sehr, sehr realitätsgetreu. Ich bin auch noch gespannt. Es war ja noch nicht ganz fertig, sondern es waren nur so ein paar Ausschnitte, wie man das macht. Bin aber mal gespannt, wie das Ganze dann im Endeffekt aussehen wird. Genau. Ganz interessante Frage von Tim. Hast du eigentlich mal Verwendung für das Symmetrie-Tool in Photoshop gefunden? Also, dass du gesagt hast, du hast zum Beispiel jetzt irgendwie eine Zeichnung, wo du sagst, da könntest du das Symmetrie-Tool benutzen. Ich muss gerade überlegen, welches du meinst, Tim. Das musst du vielleicht nochmal ausführen, weil meinst du jetzt einfach das im Sinne von Spiegelung oder welches Tool du jetzt meinst? Oder kannst du ruhig weiter. Ja. Nein,
Will ich auch nicht ablenken. Ich weiß, Nee, es ist alles immer gut. super schwer. Kann ja nicht jeder gleichzeitig zeichnen und reden. Deswegen Das kann nicht jeder, ne? versuche ich hier ein bisschen die Stille zu füllen. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, raus damit. Dann können wir die meine Dame hier nebendran auf jeden Fall ein bisschen ablenken. Genau, aber da kannst du ja gleich nochmal schreiben, Tim. Und Stefan schreibt, ich glaube dir nicht, dass du es weißt. Ich brauche für einen Beweis ein Datum. Tja, das Datum ist 2019. Mehr gibt es da leider noch nicht zu sagen. Ah, okay, die Pain Symmetry. I see what you mean, guys. Jetzt weiß ich, was ihr meint. Alles gut. Ich gucke nur zu. Das ist immer schön zu sehen. Ich finde es auch Ach so. wahnsinnig spannend, dass du halt auch dann wirklich Form in deine Figuren einarbeitest. Im Sinne von den Haaren jetzt zum Beispiel, die zwei Sterne. Coole Sache. Was ist das an der Seite bei ihr, was da so runterläuft? Ist das irgendwie so an der Wo? Stirn? Diese Das? Flecken, ja? Ach so, also die Idee war, dass diese Form, also das hier ist ein Mond im Hintergrund und zwei Sterne quasi aus Wachs bestehen und ihr dann so über das Gesicht laufen, weil Ah, sie okay. schmelzen. Okay, also schmelzende Formen in Form von Mond und Sterne und Genau. die ziehen sich dann übers Gesicht. Ich Genau. verstehe. Okay, Das bin hat mal jetzt auch gespannt. keine tiefere Bedeutung, das war einfach nur so eine Idee, die ich mal angeskribbelt habe und ich fand sie immer ganz cool optisch. Und woher kommt dann, also woher nimmst du deine Ideen? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du malst jetzt drauf los, ist das für dich einfach irgendwas, was jetzt gerade in den Kopf kommt, oder? Ganz oft ja. Manchmal setze ich mich tatsächlich auch hin und skribbel was Konkretes, was schon länger irgendwie bei mir im Kopf rumschwirrt. Aber ganz oft ist es einfach so, dass ich mich hinsetze und einfach anfange. Okay. Wie ist das bei Auftragsarbeiten, wenn du jetzt zum Beispiel einen Auftrag bekommst, nur zum bestimmten Thema, aber jetzt gar nicht irgendwie eine genaue Vorgabe, arbeitest du dann auch so oder sagst du, Ja, ich weil, skribbel da was vor? ja, also ich fange meistens direkt an zu skribbeln, weil beim Skribbeln sehr viele Ideen entstehen. Und da macht es halt Sinn, dann einfach damit anzufangen. Ab und zu, also ich kenne Leute, die machen das nicht, die gehen halt wirklich in so eine Konzeptionsphase. Also Recherchen beispielsweise mache ich halt auch, aber ganz oft fange ich halt direkt erstmal an zu skribbeln, um reinzukommen ins Thema. Ja. Finde ich sehr interessant. Ich finde es auch, kommt immer so ein bisschen auf die Technik an, die man verwendet. Ich kenne das auch von einigen, die dann anfangen, erstmal, ich sag mal, grobe Formen irgendwie einfach aufs Bild zu machen und sich von dort aus ein bisschen weiterarbeiten. Ja. Ne? Und dann gucken, was daraus entsteht. Machen ja auch einige, das macht zum Beispiel die Eva Wiedermann, macht das, der Percy. Ja, das habe ich auch gesehen, aber das ist, also ich kann das irgendwie nicht. Es Das ist ist eine so, andere Art jeder geht von. halt anders vor und anders Genau. an so eine Sache ran. Und ich finde das super interessant, wie sie das macht. Ich habe ihren Livestream nämlich auch Hast du gesehen. gesehen, ja? Ja, die Eva war ja unser Running Gag sehr, sehr lange, weil Ja, ihre. die ist immer erschienen in der Genau, die kam immer Leiste, unten in ne? diese Leiste rein. Das war auch echt monatelang unser Running Gag, weil auf einmal war sie dann wieder da und wir dachten, also, wo kommt das her? Obwohl wir es schon mal rausgelöscht gelöscht hatten. So, aber ich gucke jetzt, es kamen noch ein paar Fragen. Dum, dum, dum. Genau, Kilian hat gefragt, wird Photoshop und Project Gemini dann als eigenständige iPad-App vermarktet? Das ist eine Frage, die ich noch nicht beantworten kann, weil das Produkt ja erstmal fertig sein muss, bevor es darum geht, zu sagen, wie wird das vermarktet. Wie gesagt, geduldet euch noch ein bisschen. Allzu lange sollte es nicht mehr dauern, aber wenn es dann da ist, dann werden wir euch das alles ganz genau vorstellen. Aber fest steht, es sind zwei verschiedene Programme. Das heißt, es ist nicht ein Programm im Sinne von, dass beides kann, sondern Photoshop fürs iPad und Project Gemini sind zwei verschiedene Programme. Sorry, jetzt habe ich hier das Mikrofon angefasst. Und dementsprechend haben die auch zwei verschiedene ja, Nischen, ne, wenn nicht sogar Segmente, die das Ganze bedient. Genau. Tim, tim, ja, also hier, ich sehe hier im Chat ist echt viel los. Da gibt es echt eine große Diskussion.
Aber sehr interessant auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich bin auch sehr gespannt, weil Photoshop fürs iPad wird auch so ein Ding, wo man sagt, okay, du brauchst halt kein Astropad mehr in dem Sinne zum Streamen, sondern du kannst halt direkt mit dem iPad arbeiten und dann eben auch non-destruktiv vor allen Dingen. Das ist ja natürlich eine schöne Sache. Und wenn ihr euch einen kleinen Einblick holen wollt, könnt ihr auf jeden Fall ja mal auf YouTube gucken. Da gibt es einige Videos zu dem Thema. Vor allem ja auch auf der letzten großen WWDC von Apple vorgestellt worden, wie das Ganze aussehen kann. Aber wir sind gespannt. Ich bin auch gespannt, weil es ist ja so, man kriegt ja auch nicht immer alles mit, ne? Weil manche Sachen sind auch einfach ganz top secret unter Verschluss, sondern du weißt halt so ganz grob, ne, wie der Status ist, aber ich weiß auch nicht alles. Das kann ich euch auch gleich sagen, ne? Weil ich sitze nicht in Amerika und bastel an dem Tool. Aber ich weiß, dass es kommen wird und ich weiß, dass es super cool wird. Also macht euch da keine Sorgen. So, jetzt gucke ich nochmal hier. Du malst einfach so ein bisschen weiter vor dich hin, ne? Genau. Genau. Darfst mich trotzdem gerne ansprechen. Alles gut, alles gut. Was ist das, wenn du jetzt einen Livestream machst, was erzählst du dann zum Beispiel immer? Was sind so Sachen, über die du dann sprichst? Also meistens ist es direkt eine Interaktion mit den Leuten, die da sind. Also du guckst dann auch in den Chat Ja, und redest dann einfach mit genau. denen so. Ja. Sehr cool. Und ansonsten, also einfach so generell irgendwelche Themen. Ja, die entstehen dann halt durch die Gespräche aus dem Chat. Sehr cool. Sind ganz verschiedene Sachen. Musste ich auch nicht immer alles ums Zeichnen drehen. Stimmt. Genau. So, Phil. Was schreibt Phil? Ah, okay, da ging es um die Frage davor, verstehe. Ecki schreibt, nee, Tim hat geschrieben, ich weiß, dass ich nichts weiß. Zitat von Chantin. Rufus grinst auch schon im Hintergrund. Und Ecki schreibt, ja, bist halt noch klein. Also so klein bin ich jetzt auch nicht mal mehr, Monsieur. Also, aber ja, also ich bin auch gespannt und es wird auf jeden Fall dieses Jahr noch ganz viel Neues kommen. Und dann haben wir dieses Jahr sogar im November haben wir die Adobe Max. Das heißt, da wird es ja auch noch mal die neuesten großen Updates geben. Das ist ja für diejenigen, die es nicht kennen, Adobe Max ist ja so ein bisschen unser Highlight des Jahres bei Adobe, bei dem wir halt eben auch gerade zum Thema Creative Cloud die neuesten Sachen vorstellen. Das ist dann immer in LA. Letztes Jahr kamen 15.000 Leute, um sich anzusehen, was es halt eben Neues gibt. Ne? Da stellen wir die neuen Tools vor, so ein paar Sneak Peeks. Und das ist schon echt eine coole Sache. Also war auch da, ich hatte das große Vergnügen, da bin ich auch sehr dankbar für, einmal da zu sein. Das war schon wow. Ja, Rufus war auch da. Wer weiß, wer Ja, weiß. genau. Was dann kommt, weiß man nicht. Aber was ich weiß, ist, dass es halt echt eine coole Sache immer ist. Genau. Ja, und Tim hat natürlich recht. Ich bin nur klein, wenn ich neben ihm stehe. Weil Tim ist halt auch gefühlt 500 Meter groß. Und da kann ich halt auch nichts tun. Genau. Ja, aber Illustration ist halt echt immer so ein sehr interessantes Thema, weil das halt auch wirklich zeigt, wie unterschiedlich man an Sachen rangeht. Ne? Also du hast ja auch eben gesagt, du zeichnest jetzt einfach drauf los. Ist es dann bei dir beim Scribblen auch so, dass du dann so diese typischen Hilfslinien dir einzeichnest? Jetzt beim Gesicht zum Beispiel, ne? Diese Rundbögen, Ganz grob, ganz grob, ja. einfach für dich als Hilfestellung. Genau, aber auch nicht bei allen. Also sobald es an die Perspektive geht, halt schon, das hilft sehr. Aber wenn es halt Gesichter sind in einer Art, wie ich sie immer zeichne, zum Beispiel so, also so von der Seite, aber schon auf Augenhöhe quasi, dann geht es auch ohne. Ja, das ist, also ich kann ja nicht zeichnen, von daher finde ich das immer sehr, sehr spannend. Bei mir wäre das halt einfach, wären das einfach ein paar Striche, irgendwas Hässliches, aber das wäre nicht das. Dennis schreibt echt tolle Arbeiten, Scherler, ja? Scherler, ja. Sorry, sorry, ich Dankeschön. will Ja, immer Ö ja. sagen, ja? Sorry, nee, es ist ein E. Genau. Und Jessica fragt, ob du auch realistisch zeichnest. Also semi-realistisch. Hat man ja vielleicht gerade beim Instagram auch gesehen. Die letzten Arbeiten waren semi-realistisch. Aber so richtig in den Realismus eigentlich nicht. Das möchte ich auch gar nicht. Weil dann irgendwie kein Interpretationsspielraum mehr bleibt. Und Also ich finde legst du das schon viel ganz, Wert drauf. ja, ich finde das ganz interessant, dann so Semi-Realismus oder halt auch abstrahiertere Sachen zu sehen, wie zum Beispiel sowas so comichaft. Man merkt ja auch so ein bisschen, der Hintergrund ist bei dir auch aus dieser Richtung, ne? So ein bisschen
Comic, Manga. Ja, genau. Damit habe ich also nicht angefangen. Ich habe vorher auch gezeichnet, aber da wurde es halt so, dass ich wirklich regelmäßiger gezeichnet habe. Ja. War dann auch ein starker Einfluss, das merkt man ja auch teilweise noch. Ne? Aber ja. Du zeichnest schon europäischer. Jetzt hier bei der Dame ist es ja schon, ich sag mal, weniger Einfluss in Anführungszeichen. Bei anderen Zeichnungen von dir merkt man das noch ein bisschen mehr. Ja, das stimmt. Also je abstrahierter das wird, umso mehr rutscht das wieder in diese Manga-Szene ja. Eigentlich. Ja, falls ihr es nicht wisst, wir haben hier ein heimliches Gamer-Girl auch hier bei uns. Ja, das stimmt. Heimlich, genau. Was hast du letztes gespielt? Nee, du hast gesagt, du bist jetzt noch gerade bei Breath of the Wild. Ja, genau. Dann mache ich gerade das DLC. Sehr cool. Auf der Switch. Genau. Beste ja. Konsole der Welt. Thomas schreibt, ja, Chan kann malen nach Zahlen. Auch das werde ich wahrscheinlich nicht können. Nee, malen nach Zahlen ist schwierig. Genau, aber wir hatten nämlich vorher noch das Thema, um es nicht zu vergessen, Symmetrie-Tool. Was damit gemeint war, war praktisch die Möglichkeit zu sagen, du machst praktisch ein bestimmtes Pattern und kannst dann mit dem Symmetrie-Tool das Ganze ja, symmetrisch anlegen, dass du halt da, so ein bisschen wie Mandala. Ne? Du machst dir praktisch, ganz grob gesagt, du würdest jetzt die eine Hälfte vom Gesicht malen ja. Und sagen, es soll genau symmetrisch auf der anderen Seite sein, dann kannst du es praktisch rüber spiegeln. Das wäre jetzt aber nur die ganz grobe Variante. Du kannst es halt natürlich auch in sehr viel mehr Bereiche unterteilen. Okay, habe ich noch nie genutzt. Nicht im Photoshop zumindest, aber aus Illustrator kenne ich das. Genau, Illustrator gibt es auch, ja. Genau. Also da habe ich es genutzt, ja. Aber das sind natürlich ganz andere Arbeiten als das, was ich im Photoshop mache. Aber hast du noch nicht so aktiv jetzt mal mit einfließen lassen deine Arbeiten? Nee, gar nicht. Okay. Ist ja nicht schlimm. Ich überlege gerade, wer hatte das bei uns mal benutzt? Gab es bestimmt auch mal jemanden. Genau, ich gucke jetzt mal, ich mache ruhig weiter. Ich wollte es nur mal ein bisschen näher machen, dass man die mit dem GoPro ein bisschen mehr. Ach so, die ist auch an? Genau, die GoPro haben wir nämlich hier auch an. Damit man dir nämlich auch dabei zusehen kann, wie das von der Seite so ein bisschen passiert. Ja, okay. Ist immer ganz schön zu sehen. So kann man das nämlich von allen Seiten betrachten, was du da machst. Genau. Ja, und die Switch ist auch so eine schöne Geschichte. Das finde ich auch ganz praktisch, mit dem Ding da rumzulaufen. Ist auch so Fluch und Segen zugleich, wenn du die Möglichkeit hast, überall irgendwie zu zocken. Ich warte ja auf das darauf, dass Final Fantasy X wieder da drauf kommt. Das war so mein Spiel früher. Final Fantasy und genau diese Ecke. Ich habe immer Zelda gespielt. Zelda? Mhm. Das war so dein Ding. Ja, Ocarina of Time war Ewigkeiten mein Lieblingsspiel. Der Klassiker. Ja. Habe ich sicherlich so 20 Mal durchgespielt in meinem Leben. Genau. Ich hätte auch gefragt, was ist Switch? Die Switch ist praktisch, ja, man könnte sagen, so ein Hybrid zwischen Gameboy und... Ja, Handheld und Konsole. Genau. So. Also kannst du sowohl am TV spielen, als auch eben unterwegs. Und ist ganz interessant vom Konzept her. Hat Nintendo vor so 2-3 Jahren, nee, 30 schon, oder mehr sogar. Ich glaube, die ist noch älter. Aber ich muss sagen, dass mich gerade dieses Konzept erst davon abgehalten hat, sie zu kaufen. Ja? Weil ich dachte... Es ist nicht genug Power hinter, meinst du? Oder wie? Ja, ich dachte, das kann halt nichts Halbes und nichts Ganzes sein irgendwie. Und ich habe die dann bei einem Freund mal ausprobiert und ja, habe mich direkt überzeugt und mir dann auch eine gekauft. Ja, ich bin da auch... bin da auch direkt eingestiegen. Also ich glaube, 2016 war es. März 2016. Ist auch nicht so wichtig, aber... Marien möchte hier so einen kleinen Bazar aufmachen, sehe ich gerade. Und ja, 7 gibt es für die Switch, aber 10 kommt jetzt auch demnächst raus. 7 habe ich auch schon auf dem Handy. 9 war so auch ein Klassiker. Und Tim schreibt, Majora's Mask war sein letztes Zelda-Spiel. Das war sein Favorite. Das war eines der Spiele, die ich nicht durchgespielt habe von Zelda. Weil ich dieses Konzept mit der Zeit irgendwie ganz schlimm fand. Hast du das gespielt? Ich fand es immer ein bisschen schwierig, weil genau dieses Thema, ne, dieser Mond kommt immer näher und ja. So, du musst halt irgendwie dich voll rumhetzen. Da war Ocarina of Time schon wesentlich entspannter. Ja. Aber auch ein interessantes Konzept, ne? Dieses Time-Jumping. Und dass man dann wirklich bedacht wählen muss, was man tut und nicht. Und Dünder schreibt, er möchte gerne die technischen Voraussetzungen erfahren, bevor man Illustration beginnen kann. Naja, also die Frage ist halt, was du unter technischen Voraussetzungen verstehst. Voraussetzung Nummer 1 ist, du willst oder kannst in irgendeiner Form malen. Also da falle ich zum Beispiel schon mal durch.
Genau, da haben wir aber auch dafür jemand anderen hier. Generell ist es eigentlich dir überlassen. Also du musst halt nur für dich entscheiden, was du malen willst und auf welchem Endgerät und in welcher Qualität oder auch wie und wo du es machen willst. Ne? Also du arbeitest ja zum Beispiel mit Mac, ne? Und auch ein Wacom. Da ist Windows drauf. Auf dem Wacom ist Windows drauf, Ja. ne? Genau. Aber man kann, also es ist ja vollkommen egal, du kannst auf dem iPad malen, du kannst auf dem Mac, auf einem Windows-PC, auf deinem Laptop kannst du illustrieren, also du kannst auch ganz klassisch auf dem Papier, ne? Da wäre die Voraussetzung Papier und Stift. Aber das ist jedem selbst überlassen. Digital ist natürlich der große Vorteil, dass du naja, non-destruktiv arbeiten kannst und halt, ich sag mal, immer wieder was Neues erschaffen kannst. Aber genau, Geräte ist halt aber auch die Frage, was dir am liebsten gefällt. Also du hast ja eben schon erzählt, iPad und Wacom-Tablet, also beides da zu haben, um halt so ein bisschen variieren zu können. Manchmal auch einfach nur Handzeichnung. Ja. Ich glaube, das ist jedem sein persönlicher Geschmack. Aber eine Mindestvoraussetzung gibt es insofern jetzt nicht. Muss halt nur gucken, dass du halt natürlich so eine gewisse Grundrechenleistung hast, damit halt die Programme auf deinen Geräten laufen. Das ist alles. Genau. Nele schreibt für digital in der Regel Grafiktablett, PC oder Mac, aber auch da würde ich sagen, das ist total unterschiedlich. Oder wie siehst du das? Was sind so für dich die Grundvoraussetzungen, die man zum Illustrieren braucht? Im Endeffekt ist das ja für jeden. Ja, ein Tool und Ideen. Genau. Brauchst deine So, kreativen. Das ganz. hast du schön gesagt. Das hast du schön gesagt. Ja. Also Also, zusammengefasst braucht es halt nicht mehr. genau. Du kannst mit einem Grafiktablett arbeiten, du kannst auch mit einem Cintiq arbeiten Kannst oder auch auch nur mit mit einem Stift iPad. und Bleistift Genau. arbeiten. Aber Geht alles. das braucht man nicht unbedingt für den Anfang. Ne? Nein, Das auf keinen Fall. Man braucht auch kein Wacom oder so für den Anfang. Also nicht die teuren Geräte. Genau. Die machen Ja. das nicht besser, was man Ja. dann letzten Endes macht. Also Genau. es kommt auf die eigenen Fähigkeiten an, auf die Klar. Ideen, die man hat. Es erleichtert halt und es kann natürlich auch dazu führen, dass man halt neue Wege findet, um seine Sachen effizienter zu gestalten. Aber im Endeffekt, ich meine, ich kenne auch ganz viele, die mit Photoshop arbeiten, also im Bereich Fotografie, die das halt mit einem Mauspad machen. Wo man sagen will, okay, du verdienst da irgendwie, keine Ahnung, wie viel 1.000 € pro Bild und machst das mit einem Mauspad, ist schon krass. Aber wenn man es kann, dann ist das vollkommen egal. Ne? Von daher, und ja, auch dir, das, was ich jetzt hier auch sehe, was zum Beispiel, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Janus, korrigiere mich bitte, falls ich falsch liege, aber Kontinuität, und das habe ich auch vorher auch eben schon gesehen, hatte noch jemand anders beschrieben, ist auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor, dass man da sagt, einfach dranbleiben und machen und üben Oh und üben ja. und üben. Ne? Wie Ja. lange zeichnest du schon? Wann hast du angefangen? Also ich zeichne eigentlich schon ewig, seit ich den Stift halten kann quasi. Das ist immer so die obligatorische Antwort, die man gibt, aber das ist tatsächlich einfach auch die Wahrheit. So professionell mache ich das jetzt allerdings erst seit wirklich 3, 4 Jahren, also wo es halt klar wurde, dass Illustration mehr gefragt ist. Also ich habe als Grafikdesignerin angefangen. Echt? Und ja, und Illustration ist ja irgendwie immer ein Teil vom Grafikdesign. Du scribbelst ja auch und machst irgendwelche Konzepte und Präsentationen. Ja, und irgendwann hat das halt Überhand genommen quasi. Was ich ganz gut finde, ich bin sehr zufrieden damit. Und jetzt, Aber bist du ja. komplett selbstständig oder arbeitest du Ich immer noch und machst das nebenbei, deine bin Zeit? Freelancer. Du bist Ja. Freelancer, aber komplett? Also hast du keinen anderen Job mehr? Nee. Ach, krass. Und auch interessante Frage auch von Janus. Bitte, wie gesagt, korrigiere mich, wenn es falsch ist, wenn ich das so sage. Finde ich aber auch ganz spannend. Wie lange hast du gebraucht, bis du praktisch mit dem, was du tust, in dem Bereich Geld verdienen konntest? Oder wo du sagen konntest, damit kann ich jetzt leben. Also damit kann ich mir meinen Lebensunterhalt verdienen und muss nicht mehr nebenbei was anderes machen. Also es war bei mir halt so ein mit Illustration jetzt oder Genau, generell Illustrationen. Du bist ja selbstständig, das heißt, du machst ja ja nicht nur Illustrationen. N nee, also wie gesagt, ich habe mit Grafikdesign angefangen Aber auch und selbstständig hast du gemeint, ne? ja, also ich habe erst in Agenturen gearbeitet und dann habe ich mich selbstständig gemacht und da ist es natürlich, also man fängt halt klein an und Vitamin B ist sehr wichtig Klar. und naja, es ist halt klar, am Anfang hat man nicht die Aufträge, die man später hat. Das ist immer eine Arbeit und die Illustration ist halt dadurch entstanden, dass Kunden, für die ich
Design gemacht habe, dann halt auch gesehen haben, dass ich das auch mache und das vielleicht mal angefragt haben oder ich es auch selbstständig in irgendwelche Projekte eingebaut habe und die es gut fanden und so ist das dann halt immer mehr geworden, stetig. Also so hast du deinen Kundenstamm quasi auch. Genau. Aber du hast jetzt keinen Hardcut gehabt, wo du gesagt hast, so, ich mache das jetzt einfach selbstständig. Achso, nein. Da habe ich vorher nebenbei... Das war so übergreifend. Ja, immer, genau. Ne? Ich glaube, das ist auch eigentlich ganz sinnvoll, weil es natürlich auch mal schief gehen kann. Klar, du willst, man braucht jetzt, also ich meine, wir leben jetzt nicht mehr in einer Zeit, wo man sagen kann, okay, ich habe dann irgendwie super viel in der Hinterhand und so ein Sicherheitsnetz, das haben halt einfach nur die wenigsten das Privileg, ne? Dass man sagen kann, selbst wenn es jetzt schief läuft, ich meine jetzt in Anführungszeichen, Mami und Daddy hauen mich da raus. Ne? Aber ja, das ist natürlich eine schlaue Taktik zu sagen, okay, solange wie ich das eben noch auf in Anführungszeichen wackeligen Beinen habe, mache ich das halt eben noch mit meinem Job normalerweise, in dem Zusammenhang. Und sobald du merkst, und das hast du ja auch genauso gemacht, ne? Und sobald du das dann zu Genüge mit einem Kundenstamm versehen hast, kannst du dann dich dann entscheiden. War das für dich eine schwierige Entscheidung? Nein. Nein? Mm-mm. Also du hast dann wirklich gesagt, ich will das machen und jetzt ist der Moment für mich da, ich mach das jetzt auch. Ja, genau. Krass. Das ist auch eine Entscheidung, ne? Selbstständigkeit. Auf jeden Fall. Selbstständigkeit ist nicht für jeden was, weil viele wollen halt einfach diese Sicherheit auch haben, zu sagen, okay, ich habe einen Job. Ja, es ist halt immer ein Risiko. Aber es hat natürlich auch seine Vorteile. Das muss man halt für sich abwägen. Es gibt auch Leute, denen liegt das einfach nicht. Oder die möchten das halt auch einfach nicht. Aber ja. Ich kann mir halt einfach nichts Besseres vorstellen. Ja. Wahnsinn. Stellst du deine Illustrationen auch irgendwie auf Stock-Plattformen in irgendeiner Form dar? Dass du sagst, okay, man kann die auch kaufen? Nein. Nein? Mhm. Aber war das mal so eine Überlegung von dir zu sagen, okay, man hat die bisher Möglichkeit? Eigentlich nicht, nee. Es gibt ja, also gerade Illustration ist ja auch immer mehr so ein Ding, was am Kommen ist, wenn es darum geht, das bei Stock-Plattformen anzubieten. Weil du, also es wird halt immer mehr nach Illustrationen gesucht, statt nach Fotos. Und das ist natürlich eine gute passive Einnahmequelle für viele. Ach so. Also dass du praktisch sagst, ich habe jetzt meine Illustration fertig und die kann man praktisch kaufen über eine Plattform wie zum Beispiel Adobe Stock. Ne? Ja. Du kriegst halt dann jedes Mal deinen Anteil davon, wenn jemand diese Platte das kauft. Ne? Also das mache ich tatsächlich allerdings nicht mit Zeichnung, sondern Illustrationen aus Illustrator, beispielsweise Buttons und sowas. Okay. Das ist halt noch aus dem Grafikdesign-Bereich, aber warum was ich nicht? Da mache. Ja, ja. Ist ja super. Ist auf jeden Fall immer sehr, sehr hilfreich. So. Ich mal ganz kurz. Wow, schon wieder ein paar Fragen. Phil hat geschrieben, mein erstes Geld habe ich in der Schule mit 15, 16 mit Graffiti-Murals verdient und ich glaube, ich würde heute solche Jobs gar nicht mehr bekommen und sie mir B auch nicht mehr zutrauen, weil es mittlerweile 20 Jahre her ist. Aber hey, das ist, das ist auch ein cooler Anfang. Und ich meine, vor 20 Jahren gibt es heute auch noch. Ne? Also unsere eine Creative Resident, die von beiden war das jetzt? Die, jetzt will mir der Name gerade nicht mehr einfallen. Colotier. Was macht der? Wie heißt du nochmal? Nadine. Nadine, ich will immer Anna sagen, danke. Nadine, entschuldige Nadine in dem Fall. Die Nadine ist zum Beispiel auch in dem Bereich unterwegs. Sie hat erst letztens in Japan eine riesige Mauer eben bemalt. Ne? Also ich weiß nicht, ob man es jetzt Graffiti nennen kann, aber die ist einfach dann eingeladen worden für einen Auftrag und wurde dann nach Japan rüber beordert, um dort eben eine super große Wand mit zu bemalen, was ich auch sehr, sehr super cool finde. Weiß nicht, ob das heutzutage weniger geworden ist von der Anfrage, weil ich meine, Gebäude gibt es ja genug und es gibt genug Leute, die sagen, hey, ich möchte das verschönern oder es wäre halt eine coole Sache, um das in Auftrag zu geben. Ja, und Stefan hat so ein Thema angesprochen, auch was ich auch schon öfter hatte, hier dieses Thema, sich unter Wert verkaufen. Ist es auch, du grinst schon, ne? Ganz oft hat man ja dieses Problem, ne, dass man irgendwie Artists gerne mit Exposure bezahlen will. Mhm. Ne? Hast du bestimmt auch schon mal gehabt, oder? Die Anfragen ja, aber man sollte es einfach nicht machen. Das ist so mein... Hast du es am Anfang gemacht? Ja, ich glaube, das habe ich tatsächlich ein paar Mal, aber... Es
Man sollte es nicht tun. Ich glaube, das große Problem ist tatsächlich, dass es das wie so ein Teufelskreislauf, ne? Man lernt daraus irgendwann zu sagen, ich mach's nicht mehr. Aber dann gibt es wieder immer wieder ganz junge Leute, die natürlich dann genau am Anfang von diesem Stadium ja, sind und ja, dann genau. sagen, ja, ich mach's dann trotzdem. Ja. Ne? Und dann wissen die Auftraggeber, es gibt schon irgendjemanden, wird es schon machen. Richtig. Und das ist halt echt schwierig. Ne? Also Kreativität, und ich finde es so schade eigentlich, dass man halt sagt, ja, du kriegst halt Exposure dafür statt Geld. Also, sorry, das ist Arbeit. Arbeit wie jede andere auch. Aber ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt nochmal aufmachen müssen, dieses Thema. Wir hatten das schon sehr, sehr oft und ich bin immer dazu geneigt, das, mich da reinzusteigern. Janusz, danke dir übrigens fürs Bescheid sagen. Genau, Janusz ist es. Hatte noch die Frage an dich, ob du viel Live-Drawing gemacht hast bisher. Also live im Sinne von raus in der Natur. Ob du auch mal rausgegangen bist mit dem Skizzenblock, ja, und einfach mal gemalt hast. Ja, sollte auch jeder tun, weil das trainiert so ein bisschen das visuelle Verständnis von Dingen und auch das Erfassen von Strukturen und dem inneren Aufbau. Und das ist eigentlich Grundvoraussetzung dann dafür, dass man die Dinge dann irgendwann aus dem Kopf zeichnen kann. Mhm. Ist auch sehr interessant. Man sagt ja auch immer, man sollte eigentlich viel mehr Zeit damit verbringen, zu observieren, statt zu zeichnen. Genau, ja. Na? Da ist was Wahres dran. Ja. So. Ja, genau, Stefan schreibt, Grundprinzipien aufstellen und auch solche Kunden liegen lassen, 50% Anzahlung, vorher keinen Finger heben. Gut, ist halt immer die Frage, ob das bei jedem machbar ist, aber ja, generell auf jeden Fall. In der Theorie sollte man es machen, aber praktisch ist es halt manchmal. Man will ja auch nicht jedem dann direkt schon das irgendwie das von Kopf knallen und sagen, hey, wenn du meine Arbeit willst, ja 50% direkt hier. Aber ja, generell sollte man sich natürlich nicht. Wobei andererseits halt Kunden da das auch nachvollziehen können müssen, dass man sich absichern möchte als Klar. Artist. Aber ich sag mal, es gibt ja auch zum Beispiel, gerade bei Großkonzernen ist es ja ein bisschen schwieriger, dass du nicht sagen kannst, okay, ich gebe jetzt das irgendwie bar auf die Kralle, sondern das muss man halt dann irgendwie abrechnen monatlich. Wobei man dann bei Großkonzernen natürlich auch wieder den Vorteil hat, dass das nochmal eine andere Riege ist, ne? Dass man dann eher sich weniger Gedanken darum machen muss, dass man das Geld nicht bekommt. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja, also mit kleineren kann das schon mal vorkommen, aber bei großen ist es halt so, die Gefahr, dass man da nicht bezahlt wird, ist eher kleiner, weil notfalls kann man sich da halt auch durchklagen. Und das würde eher im Konzern schaden, dass man sagt, okay, hier, ne, als Beispiel, wenn wir das jetzt machen würden, ich würde jetzt dich einen Auftrag geben und würde sagen, hier, du kriegst aber deine Kohle nicht, dann würde das Adobe viel mehr schaden im Sinne von, hey, Adobe bezahlt seine Aufträge nicht, seine Künstler, ne, und behauptet hier, wir sind hier die Creator von, oder wir supporten hier die Creator. Das wäre doch dann sehr schädlich für das eigene Image. Mhm. Ne? Also gerade bei großen Unternehmen ist das, glaube ich, auch ein bisschen besser gegeben. Aber ja, kann immer passieren. Ist auf jeden Fall immer sehr interessant. Genau, jetzt gucke ich nochmal. Wir haben ja auch ein paar Leute, die dich grüßen. Oliver. Oh ja, schreibt, der hat schon gesagt, dass er heute dabei ist. Hallo. Freund von dir, nehme ich an. Genau, und ein Jens, ich weiß nicht, ob du einen Jens kennst, hat geschrieben, hallo Scherleier, sorry. Ach, ich werde das heute Abend üben. Scherleier. weiß nicht, ob er dich kennt oder einfach nur Hallo geschrieben. Kann natürlich sein. Genau. Voldemort sagt, bitte, liebe Kollegen, nicht anrufen, ich muss Adobe Live hören. Keine Aufträge in anhören. Okay, es gibt also keine Aufträge gerade bei dir, sondern du musst dir das anhören. Sehr gut. Nele schreibt auch, um erfolgreich in der Stock-Illustration zu sein, muss man Motive zeichnen, die bei der breiten Masse gut ankommen, beziehungsweise oft gebraucht werden. Ja. Wie siehst du das? Wie ordnest du zu deinen Buttons an oder die Sachen, die du kreierst im Grafikdesign-Bereich dafür? Also entweder muss es tatsächlich etwas sein, was halt allgemein genutzt wird, also immer sehr gerne und sehr, also wo die Nachfrage halt groß ist, aber so Nischenprodukte sind halt auch immer eine gute Sache und ich habe durch Zufall eine entdeckt. Das sind
Illustrationen vom Oktoberfest. Die habe ich mal irgendwann gemacht und die laufen das ganze Jahr über und zählen zu meinen meistgekauften Stock-Illustrationen. Das ist ganz seltsam, aber es ist tatsächlich so. Ich finde es immer wahnsinnig interessant, ne? Was für Motive das sind, die sich einfach super gut verkaufen. Ja. Der Lasse, den hatten wir auch mal hier, der hatte bei uns mal, könnt ihr euch übrigens auch nur mal am Rande erzählen, ihr könnt euch ja alle Adobe Live Sessions im Nachgang immer ansehen. Das heißt, wenn das hier vorbei ist, könnt ihr direkt auf unserem YouTube-Channel oder auf adobelive.com euch diese Sendung nochmal ansehen. Und der Lasse, der war nämlich auch vor ein paar Monaten da und hat zum Thema Compositing mit dem Rufus zusammen hier coole Sachen gezeigt und gemacht. Und hat auch gezeigt, was so seine meistverkauften Adobe-Stockbilder sind, also Compositings. Und das eine ist so dieses ganz typische, das fand ich auch total witzig, dieses Yoga-Bild, was du so auf Yoga-Seiten findest, also vier Steine übereinander gestapelt zum Beispiel, ne? Wo du denkst, okay, das findest du doch irgendwie auf jeder, keine Ahnung, Shiatsu-Massagen-Seite oder irgendwie Wellness, Yoga, was auch immer, wo es dann irgendwie um Ruhe und Entspannung geht. Mhm. Fand ich auch super interessant, ne? Dass man sagt, okay, du kannst dir super viel Mühe geben mit deinen Bildern, aber wenn es keinen interessiert, dann bringt es dir halt nichts. Oder du suchst dir halt ein Motiv, was halt super gut gesucht wird. Und da hilft natürlich, sich im Bereich, ich will jetzt nicht sagen SEO, aber im Bereich Suchmaschinen, Tags und AdWords und sonst was in die Richtung auszukennen, weil einfach zu wissen, was die Community sucht, was die Leute suchen, ist natürlich sehr hilfreich in diesem Bereich. Aber meistens ist es eh so ein Try and Error, das kannst du ja vorher einfach auch gar nicht wissen, was gebraucht, was gekauft wird, was benötigt wird. Also ich hätte niemals damit gerechnet, dass Oktoberfest-Illustrationen halt so gefragt sind. Auch über das ganze Jahr halt. Ja. Steven schreibt, Mann, ich sollte eigentlich noch ein Video fertig schneiden, aber ihr haltet mich davon ab. So sorry, but not so sorry. Ja, aber es ist auch einfach wahnsinnig spannend, dir zuzusehen, wie du das einfach jetzt in die Reihenzeichnung bringst, ne? Und wenn ich das so sagen darf, was ich halt auch immer ganz cool finde, ist dann dieser Übergang, dass es dann doch nicht zu steif ist, ne? Weil es gibt ja auch verschiedene Stile. Es gibt ja die Leute, die sagen, okay, wenn du das jetzt in Vektor, eine Vektorgrafik übersetzen würdest, dann wäre das ja natürlich schon ein bisschen kantiger, das Ganze. Bei dir ist ja dadurch, dass du das zeichnest, doch alles so ein bisschen mehr skizziert immer noch, aber trotzdem eben dann im Digitalen, was dem Ganzen noch ein bisschen diese Skizzenhafte dazu gibt. Ja, genau. Ne? Das verschwimmt dann nachher auch während des Workflows so ein bisschen mit den Farben. Ja. Und das ist dann immer ganz interessant. Und macht Spaß. Ja, was ich auch sehr interessant finde bei deinem Stil ist, du hast bei deinen Skizzen klare Kanten, ne? Und wenn es dann ins Kolorieren geht, das sehen wir vielleicht auch später nochmal, dann wird es alles ein bisschen weicher. Ne? Dadurch, dass du das Ganze kolorierst, du lässt halt praktisch zum Beispiel an der Nase, ist mir auch oft aufgefallen, lässt du halt diese Nasenkante weg und lässt das mit den Farben sprechen, damit dort diese Übergänge hat. Ist aber gut beobachtet. Ich will nicht zu weit nach vorne greifen, aber das finde ich sehr, sehr spannend. Und deswegen habe ich dich auch tatsächlich eingeladen, weil ich einfach mal sehen wollte, wie du das machst. Ah, okay. Ja, das ist nämlich einfach ein Stil, den ich so jetzt noch gar nicht kenne. Dass man den weichen Übergang hat. Und ich dachte mir, das kann man auf jeden Fall doch mal mit euch teilen. Werden wir dann auf jeden Fall noch Mach sehen. Ich gerne. Genau. Tobias und Andreas stimmen dem zu. Geht mir auch so. Genau, neben arbeiten klappt nicht. Tut mir echt leid, Leute. Aber ihr könnt ja, wie gesagt, nebenbei könnt ihr natürlich auch immer wieder das Ganze im Nachgang ansehen. Auch alle anderen verschiedenen Livestreams, die wir bisher hatten. Und es gibt auch ganz gute Nachrichten, die werde ich auch, weil ich kann es jetzt auch schon sagen. Ne? Wir arbeiten auch so ein bisschen im Hintergrund dran. Ihr wisst ja, der Rufus ist ja auch immer weltweit tätig, was Adobe Live angeht. Und ich kümmere mich bei Adobe Live gerade um Deutschland und den deutschsprachigen Raum. Also auch Österreich und Schweiz natürlich. An alle österreichischen und Schweizer Zuschauer, schön, dass ihr dabei seid. Ich habe zwar keinen guten Akzent und wahrscheinlich guckt der Rufus mich gleich aus der Ecke an und sagt, was ist mit dir? Okay, Augenrollen. Aber wir arbeiten natürlich aktiv gerade dran, das Ganze auch noch ein bisschen präsenter zu machen, weil Adobe Live tatsächlich doch immer mehr an Community gewinnt, was sehr schön ist. Und wir dann dadurch auch die Möglichkeit haben, ein bisschen mehr umzustellen. Das heißt, ich arbeite mit ein paar Kollegen gerade dran, zum Beispiel unsere YouTube-Seite ein bisschen umzustellen, gucken gerade, wie man das machen kann, dass ihr zum Beispiel auch die zukünftigen Daten seht, wann die nächsten Adobe Lives kommen und
auch so Geschichten, dass man halt einen besseren Überblick hat und näher dran kommt an die Adobe Lives. Wir warten ja immer noch drauf, dass wir irgendwann auf Behance umziehen können, so wie das auch mit dem englischen Stream ist. Sollte auch hoffentlich in nächster Zeit sein. Aber da wird einiges kommen. Da wird einiges kommen und gerade im Mai hoffe ich, dass wir da auch noch mal einen kleinen Umschwung sehen, was die ganze Aufmachung angeht, im Sinne von, wie wir die einzelnen Sessions haben. Und da werden wir euch auf jeden Fall noch auf dem Laufenden halten. Aber nur, dass ihr es wisst, da gibt es einiges. Übrigens, schon mal markieren und notifizieren und eintragen, was auch immer ihr machen wollt. 16. bis 18. April ist unser nächster Adobe Live. Und bevor ich jetzt irgendeinen Schluss erzähle, guckst du sicher nochmal nach. Sollte aber der Fall sein. Das ist zumindest der Plan. Ich schreibe es auch gleich nochmal in den Chat, aber genau, 16. bis 18. ist geplant. Falls sich da was ändert, werdet ihr natürlich auch nochmal von uns benachrichtigt. Aber nächstes Adobe Live im April, 16. bis 18. Merken. Und du bist ja schon fast mit der Reinzeichnung fertig, kann das sein? Ja, Es ging ich war aber gerade schneller. dabei, eine neue Ebene anzulegen für die Farbe. Okay, also du hast bis jetzt alles auf einer Ebene gemacht, oder? Vielleicht Genau. magst du mal kurz erklären, wie du das gemacht hast mit vom Foto. Du hast jetzt praktisch so eine halbtransparente Ebene drüber gelegt, oder? Also jetzt gerade am Anfang. Also am Anfang hatte ich dieses Bild hier. Das war ja die Datei. Die setze ich dann einfach ein bisschen. Also ich mache darunter eine weiße Ebene, damit ich die transparenter stellen kann. Irgendwie auf, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hatte. 40% oder 48. Dann kommt eine neue transparente Ebene drüber und das ist dann meine Line-Art-Ebene. Und darunter kommt jetzt die erste Farbebene und irgendwann verschwimmt das dann alles so. Also das sieht dann So nachher auch Step by etwas Step. chaotischer aus, ja. Quatsch, alles gut. Benennst du eigentlich normalerweise deine Ebene? Oder lässt du die einfach so, weil du denkst, okay, es sind nur so 5, 6? Ich versuche es, weil ich tatsächlich irgendwann so viele Ebenen habe, dass ich nicht mehr durchsteige. Also mit Ebenen stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich versuche das am Anfang wirklich ordentlich zu halten, aber während des Workflows passiert es dann einfach, dass ich dann irgendwann das nicht mehr mache. Also mich reißt das tatsächlich auch immer raus, wenn ich eine Ebene neu benennen muss und dann irgendwie neu anordnen muss. Von daher, man sieht es hier ja auch, ich habe schon drei Ebenen, Ebene 3, Ebene 1 und Ebene 2. Aber vielleicht sollte ich sie benennen. Nee, muss ja nicht, weil es mal so einfach Das ist jetzt Line Art. war jetzt einfach nur mal aus Interesse halber. Ja, es macht ja eigentlich schon Sinn, wenn man ein riesen Dokument hat und irgendwann Genau, wenn halt. dann ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, alles gut. Weil ich auch für viele Sachen, die ich dann einfach mache, eine neue Ebene anlege. Einfach weil ich es erstmal vielleicht nur ausprobieren will und dann ein- und ausblende. Und da sammelt sich dann mit der Zeit schon einiges an. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Genau. Ich sehe auch gerade schon hier im Chat, dass genau, es gibt ja auch unsere englischen Streams, das sind so die internationalen. Die kann man sich schon auf Behance ansehen. Da hatte hier der Phil auch netterweise schon den Link reingestellt. Danke dafür. Genau, das sind die englischen, die sind dann praktisch auch immer abends, also quasi von 6 Uhr abends bis Mitternacht müssen die gehen. Rufus? Bis Mitternacht, oder? Die englischen Streams gehen bis um Mitternacht. Ja, das ist mit der Sommerzeit. Ja, 6 Uhr bis 12 Uhr. Nein, von 5 Uhr bis. Ah, stimmt, mit der Umschlag, genau. Die werden dann praktisch von 5 bis um 11 dann. Genau. Genau, und unsere deutschen Streams sind immer von 10 bis 18 Uhr. Ne? Also jetzt im April. Wir machen ja nicht nur einen Tag, also für all diejenigen, die jetzt dabei sind, auch zum ersten Mal, das geht immer 3 Tage bei uns, außer wenn wir ein Special haben, dann kann es auch schon mal ein Tag sein. Aber im Normalfall, so wie heute, so wie jetzt im März und auch im April, wird es so sein, dass wir dann immer 3 Tage, immer dienstags bis donnerstags, einmal im Monat streamen und das geht dann immer 8 Stunden von 10 Uhr bis 18 Uhr. Und aber das werden wir jetzt eben auch nochmal in Zukunft ein bisschen mehr nach außen tragen, dass man mal sich, ich sag mal so, die Termine von den nächsten Monaten so ein bisschen ansehen kann und die Möglichkeit hat, da sich das Ganze vorhinein zu notieren. Das ist immer so ein bisschen schwierig bei uns, weil wir müssen auch immer gucken, Rufus und ich, wie wir das Ganze koordinieren können. Der Rufus ist ja auch immer, wie gesagt, auch weltweit unterwegs und da ich ja auch hier eigentlich einen anderen Job habe und das hier praktisch mit Rufus zusammen nebenbei, wir machen das beide nebenbei, ist das auch natürlich eine Sache von der Koordination. Wir haben ja jetzt kein riesen Team hinten dran, sondern wir sitzen ja in unserer coolen Küche. Hättet mal die Augen von unseren Gästen sehen sollen, als sie reingekommen sind. Oh, das ist es.
Das ist das große Studio. Genau, das ist das ominöse große Studio. Genau. Ja, Julia schreibt, Adobe Live im Shinkansen. Wäre natürlich auch geil. Wird nur, glaube ich, ein bisschen schwierig mit der Verbindung. So, aber ich habe gesehen, du hast jetzt mal auf, du hast auf Violett geschaltet. Genau. Magst du uns erklären, warum du das gemacht hast? Also der Hintergrund wird nachher noch dunkler. Mhm. Also höchstwahrscheinlich schwarz mit so ein bisschen violettem Schein von hinten. Und das mache ich jetzt, um die richtige Hautfarbe anzupassen. Okay. Also um die richtige Farbe einzustellen. Auf weiß sieht das natürlich anders aus, wenn ich es mache. So sieht es viel dunkler aus und so passt es dann. Für den Kontrast dann quasi. Genau. Cool. Aber genau, du hast aber die schwarze Ebene, also die gezeichnete Ebene hast du drüber gelegt, damit sich das... Genau, damit ich jetzt erstmal hier weiß, wo was hin muss. Mhm. Aber wie gesagt, später lege ich die Ebenen hier drüber an, über der Lineart. Mhm. Und lass die dann halt so verschwimmen. Also die Lineart ist nachher komplett weg. Genau. Typisches Charakteristika von Shellaya. Ja. Bäm, ich hab's richtig gesagt. Das gehört, Leute. Irgendjemand hat eben auch geschrieben, nennt sie doch einfach Shirley. Wer hat das geschrieben? Weil so nennen mich tatsächlich die Leute. Die echt? Mich, ja. Echt Shirley? Shirley, und sie schreiben es dann auch mit Ö. Und so kommt dann auch das... Shirley, wie die Apfelschorle. Richtig, Apfel-Shirley heißt es dann. Ja. Wer hat sich das denn ausgedacht, die Apfel-Shirley? Ist halt so entstanden. Ich habe kein Problem, Shirley zu sagen. Das ist schön. Ja, du bist ja auch cool, Rufus. Ich will das halt immer so ein bisschen American aussprechen, Shirley. Ja, das machen total viele. Ja. Und manche können es irgendwie auch gar nicht lesen. Die lesen das komplett falsch und sprechen dann... mich überhaupt gar nicht aus. Also im Chat jetzt. Du. Ja. Sie. Okay, dann nenne ich dich jetzt Shirley. Ja, kannst du machen. Wenn das okay ist. Fällt mir auf jeden Fall einfacher. Cool. Ja, ich bin mal gespannt, was du uns jetzt da draus zauberst. Genau, du hast ja gesagt, das würdest du jetzt mal so lange machen, bis wir das in irgendeiner Form fertig haben. Und dann können wir ja immer noch gucken, wenn noch genug Zeit ist. Weil ich finde es ja auch immer ganz interessant zu sagen, wir gucken uns mal an, worauf die Community Bock hat. Ne? Und ja. Wenn also noch Zeit ist, dann könnt ihr euch auf jeden Fall überlegen, was man da noch alles machen könnte. Ne? Und nicht vergessen, wie gesagt, ganz wichtig, taggt eure ganzen Masterpieces auf Instagram unter dem Hashtag AdobeLiveFam. Und dann gucken wir uns am Donnerstag hier zusammen mit Shirley in einer Art Portfolio-Session mal an, was ihr da so alles macht. Und dann kannst du nämlich dir ein paar Sachen rauspicken, die dir gefallen, ins Auge springen. Oh ja, gerne. Und einfach mal so ein bisschen sagen, was dir dazu einfällt und wie es dir gefällt. Und das finde ich mal ganz schön. Ihr gebt euch ja auch ganz viel Mühe. Und das sollte doch auf jeden Fall belohnt werden. Genau. Oh, Marien. Das Thema hatten wir auch, ne? Japan. Ich sehe hier nämlich gerade Marien. Aha. Geht jetzt also auch nach Japan. Sehr cool. Und auch sogar Ray Pass schon bestellt. Daumen hoch. Daumen hoch. Und genau. Ja, also ich kann dir nur sagen, der Ray Pass, da machst du auf jeden Fall einiges richtig. Der kostet so ein bisschen was über 200 Euro und dann kannst du halt echt durch ganz Japan mit dem Ding tuckern für eine Woche dann. Und also egal, ob du jetzt irgendwie, du kannst von Tokio praktisch nach Osaka rüberfahren in 2 Stunden oder so. Mhm. Und das ist ja schon der Wahnsinn. Also was man da alles erleben kann. Ich bin mal gespannt. Da musst du auf jeden Fall mal erzählen. Wann muss mal schreiben, Marien, wann du da hinfliegst. Weil Japan ist natürlich immer... Genau. Und ganz viele Fotos, wie Julia schon richtig geschrieben hat. Murat ist auch da. Hey! Murat ist unser Chief of Stock. Der hier jetzt gerade auch im Chat ist. Schön, dass du da bist. Genau. Hat geschrieben, starke Style. Oh, danke. Ist, kann sein, dass du dann jetzt auch nochmal zur Seite gezogen wirst und dann heißt so, das will ich jetzt auch für Adobe Stock sehen. Du! Ich hab nichts dagegen. Stock. Oh, Marien schreibt, wir bezahlen gerade 360 Euro pro Railpass. Wow, aber dann seid ihr wahrscheinlich länger als eine Woche unterwegs und habt das wahrscheinlich für einen längeren Zeitraum gebucht, oder? Und in Japan wird es fast doppelt so viel kosten. Genau. In Japan direkt. Genau. In Japan kostet es viel mehr. Also das ist ja extra so ein Railpass, der für Ausländer gedacht ist, die für einen kurzen Zeitraum unterwegs sind und mit dem Shinkansen zum Beispiel unterwegs sein sollen, aber auch mit den lokalen und regionalen Schienenverkehr,
Wobei es dann immer bestimmte Linien gibt, mit denen man dann fahren kann. Aber das muss man erklären, weil 360 Euro schon viel. Wir haben damals, glaube ich, im November war das, 200 irgendwas bezahlt für pro Ticket für 7 Tage. Da bin ich mal gespannt. Aber Japan ist dann auch so ein Land. Ich glaube, da kann man sich auch sehr, sehr gut inspirieren lassen. Das denke ich auch, ja. Genau. Du hast ja gemeint, du warst ja noch nie da. Ne? Steht auf der To-Do-Liste. Ja. Genau, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, gerne in den Chat kommen auf adobelive.com. Wenn ihr auf YouTube zuschaut, kommt doch gerne mal rüber und stellt uns eure Fragen, damit ich der lieben Shirley, ich muss jetzt sagen, das gefällt mir, Shirley, Apfel-Shirley, das Ganze weitergeben kann, denn dafür ist sie da. Und sie ist hochkonzentriert hier schon am Malen und Machen und Tun und deswegen rede ich so viel, also nehmt es mir nicht übel. Aber je mehr Fragen ihr stellt, desto weniger rede ich und dann ist es ja in eurem Ermessen, ne? Sonst mache ich die ganze Zeit hier. Lalala. Stefan, Adobe Live Fam. Nicht Adobe Fam, sondern Adobe Live Fam. Da wirst du auch sehen, da haben schon ganz, ganz viele fleißig ihre Sachen hochgeladen. So 1500 Beiträge haben wir, glaube ich, bis jetzt. Müsst ihr mal gucken. Und auf jeden Fall wahnsinnig viele. Ich bin da auch mal ganz fleißig am Mitmachen, weil ich mir denke, hey, das ist hier unsere Fam und wir gehören ja alle zusammen. Von daher, zack, zack. Genau. Und jetzt sehen wir schon türkise Haare. Das Ganze nimmt also etwas Form an. Willst du sie also so ein bisschen in diese Richtung Wasser? Ich denke jetzt so ein bisschen an Wasser. Nee? Nee, Was es wird eine ist? Überraschung. Das wird eine Überraschung. Oh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Farbe. So Azur, Türkis. Ja, ich mag die auch, gehört zu meinen Lieblingsfarben. Ja. Hast du dir mal überlegt, deine Haare zu färben? In so einer fancy Farbe, das denkt man ja immer so. Also ich male das ja tatsächlich viel, diese Haare mit Verlauf. Habt ihr ja vielleicht gerade Ja. gesehen, aber selbst färben, ich glaube, das traue ich mich nicht. Also ich mag meine Haarfarbe eigentlich sehr. Aber vielleicht irgendwann, wer weiß. Oliver fragt, oh sorry, ist ein bisschen untergegangen, glaube ich. Benutzt Shirley, auch schön geschrieben, mit IE sogar. Da kennt sich jemand aus. Benutzt Shirley keine Farbsammlung oder beziehungsweise wird alles mit jedem Bild neu gemacht? Ja. Ja, Hm, also ich habe wirklich keine Farb. individuell. Ja, ich habe keine Farbsammlung. Also keine Farbpalette oder sonst oder irgendwie Nee. eine Art Color Coding, wo du Nee. sagst. Beachtlich. Da gibt es ja viele, die das haben, ne? Die haben so ein verschiedenes Raster an, naja, an Farbkombinationen, wo man sagt, das könnte gut zusammenpassen, aber du machst das nach eigenem Ermessen. Ja, also auch bei jedem Bild halt anders. Und also ich habe natürlich meine Lieblingsfarben, auch Lieblingsfarbkombinationen, aber bei jedem Bild suche ich sie mir neu raus. Und so sieht halt auch nicht jedes Bild dann gleich aus. Und was lässt du dich da beeinflussen? So nach, ist es so nach Mut oder ist es für Ja, dich, ja, also Mut, sehr. Thema? Genau. Find ich interessant, dass du da auch wirklich sagst, ich lasse mich da komplett immer von neuem drauf ein. Aber denkst du, ist es für dich so eine Art, wie sage ich das, ist es eine Art Zeitinvest, wo du sagst, das ist mir wichtig? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass du natürlich mit fixen Farbpaletten ja theoretisch schneller sein könntest, wenn du sagst, okay, das sind so meine Das ist Grundfarben ein und guter dann. Einwand, ja. Weil du könntest ja zum Beispiel für dich definieren und sagen, okay, ich überlege mir 10 verschiedene Arten von Farbpaletten, wobei ich dann halt 3 verschiedene Grundfarben jeweils habe Ja. und gucke dann, welche Farben dazu passen, einfach nur um zu sagen, okay, das ist jetzt meine Idee, die ich habe. Ne? Also jetzt zum Beispiel hier, die Dame, deren Sterne da über ihren Kopf laufen und dann sagst du zum Beispiel, okay, Violett, Hautfarben und Türkis oder Azur sind so die 3 Farben, die ich hauptsächlich benutze und hättest dann ja schon quasi komplementäre Farben dazu. Aber klar, es ist nicht, also wär, glaube ich, dann auch wieder die Sache von deinem eigenen Ermessen. Ja, und so ein Bild, also die Farben sind ja ein ganz elementarer Bestandteil und die machen ja auch einiges von der Atmosphäre eines Bildes aus. Und je nach Atmosphäre nutze ich halt andere Farben, manchmal dunkler, manchmal gesättigter. Und da brauche ich mir keine anlegen eigentlich. Also das ist halt mein Workflow. Ich habe das immer schon so gemacht und ich bleib dabei. Du bleibst dabei. Ja. Ja, ist ja Das nicht macht halt schlimm. auch Spaß, Klar, dann dass ich das sich die jedes Mal neu Farben zu ausdenken. erarbeiten, genau. Ja.
Dennis sagt, hi, sieht super aus. Gibt es Tipps, wie man nur per Faden zeichnen kann? Arbeitest du auch, du hast ja gesagt, du kommst ja aus dem Grafikdesign-Bereich. Mhm. Verbindest du das eigentlich auch manchmal und sagst, Photoshop und Illustrator, oder ist es für dich getrennt und sagst, okay, alles was Grafikdesign angeht, Pfade, und alles was meine Zeichnung angeht, bleibt in Photoshop? Es kommt auf die Zeichnung an. Also diese hier würde ich so mit Illustrator natürlich nicht reproduzieren können, aber es gibt halt auch abstraktere Sachen, die mache ich dann im Illustrator auch, ja. Habe ich auch schon tatsächlich gemacht. Ja. Also auch Porträts, aber die sind dann halt sehr reduziert eben im Illustrator, aber kann man natürlich auch klar machen. Klar. Hast du eine ganz andere Form von Übertragung? Genau, das ist halt eine ganz andere Arbeitsweise. Ja. Und das Resultat ist auch einfach ein anderes. Aber Illustrator, Illustrator mag ich sehr gerne als Programm, muss ich sagen. Ich bin ein Illustrator-Fan. Ja gut, wenn du aus dem Grafikdesign kommst, ist das natürlich auch so mit InDesign, so die beiden Tools, die genau, man hauptsächlich muss. Ne? InDesign, ja. Illustrator und ein bisschen Photoshop. Übrigens, weiß nicht, ob die Elisa es erzählt hat heute Morgen, die Elisa und ich haben unser allererstes Praktikum zusammen gemacht, damals in Frankfurt. War ich nämlich auch mal in der Agentur, bei Ogilvy & Mayfair. Wir waren beide in der Art Direction, und das Coole war, sie war halt, ich hatte auch eigentlich nichts in die Richtung studiert. Für mich ging es einfach nur darum zu sagen, ich will ein Praktikum machen, damit ich meine eigenen Skills ein bisschen nach vorne bringe, und es hat auch echt viel gebracht. Also gerade am ersten Tag hast du so gedacht, ja, ich kann Photoshop und so, ne? So ein kleiner, wie alt war ich da, 21, 20-jähriger Bub, kommt da rein in die Agentur und merkt, er kann einfach nichts nach den ersten Tagen, so, what? Gar nichts. Und dann so in dieser Zeit, wo wir halt zusammen unser Praktikum hatten, haben wir echt viel voneinander und miteinander gelernt, auch so was Workflows angeht, was Effizienz angeht. Und sie war halt der totale InDesign-Crack, und bei mir war es halt genau Photoshop, und das war halt auch eine super, super Geschichte, die dann halt einfach ineinander gegriffen hat, weil wir haben dann im Team gearbeitet und immer, wenn Aufträge kamen, das in Rekordzeit dann fertiggestellt, weil wir es uns immer hin und her geschoben haben. War auf jeden Fall... Habt ihr euch gut ergänzt. War auf jeden Fall super, ja. Und deswegen, also die Elisa hat es echt drauf, was InDesign angeht, muss ich echt sagen. Also nicht, dass ich denke, dass du es nicht drauf hast. Aber die habe ich ja noch nicht gesehen. Und bei ihr weiß ich das auf jeden Fall, dass sie da halt natürlich voll der Crack ist. Und war auf jeden Fall eine sehr spaßige Zeit, ne, damals. Hätte auch nie gedacht, dass man sich dann irgendwie nach 6, 7 Jahren dann irgendwie dann nochmal hier so wiederfindet, macht und tut. Achso, ihr seid dann irgendwann in getrennte Wege gegangen quasi und habt euch dann hier... Ja gut, also es war dann, wir haben ja damals alle in der Nähe von Mainz gewohnt, und das Praktikum war in Frankfurt, und dann ist sie dann irgendwann nach, ich glaube, sie ist nach Konstanz gezogen, und ich bin ja dann auch nach München gezogen und hatte dann auch noch ganz viele andere Sachen gemacht. Dann haben wir uns erst wieder gesehen, als ich die Elisa, beziehungsweise als ich jemanden gesucht habe, der unsere InDesign-Tutorials macht für Beginner. Gibt es nämlich auch, könnt ihr euch auch auf YouTube ansehen. Und auf unseren HelpX-Seiten, ne, wo unsere ganzen Tutorials gesammelt sind, die man sich auf jeden Fall auch ansehen kann und sollte. Und dann haben wir uns da wieder gesehen, ne, und haben dann gesagt, hey Elisa, du machst das schon. Und sind dann halt nach Berlin und haben dann da die 10 Tutorials abgefilmt mit ihr. Und ja, jetzt ging es eben darum zu sagen, hey, ne, New Year, New Adobe Live, und InDesign muss wieder rein. Und dann habe ich mir gedacht, fragen wir doch die Elisa, ob sie wieder reinkommt. Weil, also, wäre vielleicht auch mal eine interessante Geschichte von euch zu hören, was ihr gerne nochmal sehen würdet dieses Jahr an verschiedenen Rubriken. Weil ich glaube, wir sind da immer, wir haben immer die Möglichkeit, da ein bisschen flexibler zu sein in manchen Sachen. Und wenn ihr sagt, ne, das und das will ich unbedingt sehen, also XD würde ich halt gerne zum Beispiel auch mal wieder reinbringen. Aber könnt ihr einfach mal schreiben in den Chat, was so die Tools wären, wo ihr sagt, okay, das... das würde ich gerne nochmal in den nächsten Sessions sehen. Oder wenn ihr Vorschläge habt, das finde ich auch mal ganz interessant, wenn ihr Vorschläge habt an Artists, an Fotografen, was auch immer, die ihr gerne hier sehen wollt, gerne auch mal an mich. Nur wichtig ist eben, wie gesagt, sie müssen Deutsch sprechen können und sollten vielleicht irgendwo in der Nähe von Deutschland wohnen, weil dann können wir die nämlich auch mal hier einladen und uns angucken. Genau, also jederzeit gerne einfach mal bei uns in den Chat schreiben oder, sorry, meine Nase, oder einfach auf Instagram mir schreiben oder dem Rufus und einfach sagen, hey, ich habe da jemanden, finde ich super, könnt ihr euch mal angucken, vielleicht ist das ja jemand für die nächste Adobe Live Session, so wie der Benjamin Sterzenbach. Genau.
Helena schreibt, ist auch eine ganz interessante Frage, ne? Ob ist dein Monitor denn kalibriert? Also im Sinne von für Druck, wenn du jetzt, was die Farbgebung angeht? Jetzt meine? Oder? Genau, also beziehungsweise der, über den du halt das checken wollen würdest. Na, in irgendeiner Form musst du ja dann später gucken, beim Proofen. Durch einen Farbproof. Also du, beim Druck. Du machst es beim Druck wieder. Ja, genau. Farbproof. Okay. Mhm. Okay. Also, aber hast du da auch ein spezielles Farbprofil, mit dem du dann immer arbeitest, bei dem du sagst, okay, das ist so meins, bei dem ich immer weiß, mit dem funktioniert am besten? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, aber das ist ja auch nicht schlimm. War eine interessante Frage von Helena, weil gerade wenn du sagst, ne, du bereitest ja auch deine Bilder so ein bisschen für den Druck vor. Ja. Dann ist das ja auch eigentlich eine wichtige Sache, dass man dann natürlich auch dann von der Farbgebung sich darauf vorbereitet, weil Farbe ist nicht gleich Farbe, wenn es besonders in den Druck geht. Ne? Genau. Auch Arbeitsfarbraum, ne? RGB ist ja dann eher digital und CMYK ist ja dann für Druck. Und da ändert sich auch eigentlich einiges, wenn man das dann macht. Genau. Steven schreibt, XD und UI Design würde ich vorbeikommen. Ja, sehe ich nämlich auch so. Und Dündal hat geschrieben, er hat gerade Can Döner im Google getippt. Ja, das Gute ist, wenn man mich googelt, dann siehst du vielleicht irgendwo ein Bild von mir. Und dann kommen nur Dönerläden, die irgendwie Can Döner heißen. Also ich gehe da so ein bisschen in der Masse unter zum Glück. Das ist immer ganz hilfreich. Genau. Auch interessante Frage von Markus. Hast du einen Kurs gemacht, um Photoshop und die ganzen Funktionen bzw. auch die anderen Tools zu lernen? Oder hast du das dir selbst beigebracht, so à la Learning by Doing? Also erstmal durch Studium natürlich, aber ich habe viel durch YouTube-Videos gelernt, so Tutorials. Mhm. Da habe ich auch viel über die anderen Programme gelernt, also Illustrator halt zum Beispiel. Mhm. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Also mir hat das mehr gebracht als das einfach Studium. Einfach nur drauf Lust zu machen, meinst du? Ja, genau. Also du kannst halt gezielt danach suchen, was du machen willst, auch gezielt für dein Projekt. Und da gibt es halt einfach Tausende. Unendlich viele. Und man kann einfach alles damit lernen. Ja, das war bei mir tatsächlich auch so damals mit Photoshop. Einfach ausprobiert, YouTube-Tutorials angesehen. So für den Anfang ist es auch ideal. Ne? Also was immer ganz praktisch ist, weiß nicht, wie du das siehst, musst du auch gleich mal sagen, ist die Möglichkeit zu sagen, dass du dir einen bestimmten Business Case oder einen bestimmten Fall aussuchst, dass du irgendwas Bestimmtes machen möchtest und daraufhin basierend dahingehend arbeitest. Ja. Ne? Und dementsprechend dann auch die notwendigen Tools dir aneignest. Ne? Beispielsweise Illustration. Ne? Du willst zum Beispiel vektorbasierend in einem bestimmten Stil in Illustrator arbeiten, ne, und etwas Bestimmtes erstellen, wo du komplexe Formen hast zum Beispiel. Und dann daraufhin dann sich eben diese Tutorials anzugucken, die genau das beschreiben, hilft dir ja einerseits das zu erstellen und du kannst ja wieder anwenden. Genau. Bei anderen Sachen, ja. Genau. Hast dann einfach was Neues gelernt. Kilian schreibt, sieht jetzt schon sehr cool aus. Dankeschön. Genau. Und Ecki sagt, Julia war auch schon lange nicht mehr vor dem Bildschirm. Ja, das stimmt. Julia, wo bleibst du? genau. Und Stefan hat geschrieben, ich finde Capture auf dem Handy großartig für Farbgebung. Ja, Capture CC ist halt auch super hilfreich. Hast du das mal ausprobiert, die App? Nee. Capture CC ist so eine App, mit der du praktisch dir auch zum Beispiel Farbpaletten erstellen kannst. Okay. Also es ist ein Hilfstool für Artists. Es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die du damit machen kannst. Du kannst zum Beispiel aus gecapturten, also aufgenommenen Fotos oder die du jetzt gerade auch da irgendwo gesehen hast, kannst du Brushes erstellen, du kannst dir Farbgebung speichern und dir direkt rüberschicken in Photoshop zum Beispiel. Also sagen wir mal, du bist jetzt irgendwo in einer Ausstellung, die besonders farbig ist und dir gefällt einfach dieses das Color wie sagt man das? Color Matcher? Color Matchup? Nee. Boah, wie nennt man das? Color Mood. Sagen wir einfach mal Color Mood, also so wie die Farbgebung ist in dem Raum, gefällt dir und du willst diese ganzen Farbpaletten, also diese ganzen Farben willst du für dich einfach mal abspeichern, weil dir diese Aufteilung einfach gut gefällt. Dann kannst du mit der Capture App einfach so praktisch mal so durchstreifen und der markiert sich alle verschiedenen Farben, macht dir daraus eine Farbpalette und schickt sie dir rüber zum Beispiel.
Das klingt cool. Das ist echt cool. Ne? Oder halt zum Beispiel, gab's mal so ein Spot, den wir mal gemacht haben. Und da hatte halt eine Dame so ein Bambusblatt genommen, so ein paar Bambusblätter, die abfotografiert und daraus dann auch Brushes gemacht, die du dann halt auch wirklich direkt dann benutzen konntest. Also ganz cooles Tool, kostet auch nichts. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Und Helena fragt zum Thema Proof nochmal. Ist es nicht voll umständlich und erstmal unnütz, das Geld für den Proof zu investieren? Sorry, liegt jetzt wohl an meinem Beruf. Aber ihr Frage, sie fragt halt zwecks Farben und Profil. Ich denke mal, du meinst mit Proof aber auch einfach das Proof-Profil und nicht im Sinne von, dass du einen Proof erstmal drucken lässt, oder? Ja, also das Profil. Genau, genau. Also du hast ein festgelegtes Profil, aber das kostet dich ja in dem Fall nichts. Nee, also der Druck kostet dann natürlich, wenn genau. man den anfordert. Genau, ja. Aber den hast du ja dann quasi schon geproofed. Ja, ja. Also mit dem Profil. Oder vielleicht kannst du es nochmal anders beschreiben, Helena, weil ich habe das jetzt auch so verstanden. Im Normalfall hast du ja dann dein Proof-Profil, das legst du dann drüber und dann werden die Farben dementsprechend angepasst für den und den Drucker zum Beispiel. Und dann sollte das ja eigentlich funktionieren und angeglichen werden. Ah, okay, aber kalibrierter Monitor ist natürlich, wenn es jetzt nur darauf bezogen ist, natürlich auch hilfreich. Ja, also klar. Wir haben jetzt auch hier hinten zum Beispiel so ein ISO, der steht hier vorne oder hat so einen leichten Graustich, was gerade für so einen Monitor, der eigentlich kalibrieren soll, so ein bisschen schwierig ist. Ne? Deswegen benutzen wir den auch nicht mehr. Aber klar. Genau. Voldemort schreibt, das nennt man Softproof, auch wieder was Neues gelernt. Softproof am Monitor. Achso, das wusste ich auch gar nicht. Genau, und Voldemort, und sie schreibt dann noch weiter, ein Hardproof wäre dann ein echter Druck zum Proofen und gucken, wie die Farben werden. Aber das wäre natürlich dann umständlich. Aber apropos, ich hatte eben gesehen, der Stefan hatte eben genau zu dem Thema Capture auch was gesagt gehabt. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, wir haben zwei neue Folgen und es kommen noch ganz viele Folgen. Creative Clash mit Rocket Beans TV, neu aufgesetzt. In der zweiten Staffel, ich kann euch gleich mal die Links schicken. Aber das wird auf jeden Fall auch eine Sache, wo ich sagen muss, dieses Jahr wird das schon sehr, sehr lustig. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken, weil die beiden Gauner Ben und Hannes haben da auf jeden Fall was Fantastisches fabriziert. Da waren wir jetzt auch schon seit letztem Jahr an der Max dran. Da eine neue Staffel aufzusetzen, was gar nicht so leicht war. Aber da schicke ich euch mal die Links und tue die mal in den Chat und dann könnt ihr euch die mal ansehen. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, wenn ihr mal Zeit habt. Das sind jetzt so die ersten beiden Prolog-Folgen. Dauern so 8 Minuten pro Folge, glaube ich. Wenn ihr irgendwann mal zwischendrin Zeit habt, müsst ihr echt mal Feedback geben. Weil da gibt es noch ganz viel und da wird es auch zu anderen Themen dieses Jahr definitiv noch weitere Folgen geben. Na, vielleicht, wer weiß, sind wir ja wieder auf der Gamescom dieses Jahr. Man weiß es nicht, müssen wir mal schauen. Je nachdem, ob das dann dazu passt oder nicht. We will see. So. Roof schreibt, ich definiere Farben über eine gedruckte CMYK-Tabelle. Ist auch eine Möglichkeit. Du bist natürlich hochkonzentriert. Ich will dich da gar nicht ablenken, aber wie gesagt, wenn du, sie hatte mich schon vorgewarnt, ne? Es ist nicht so leicht, wie gesagt, zu malen und zu reden. Genau. Da braucht man echt viel Konzentration. Deswegen, wie gesagt. Fragt eure Fragen, dann baue ich das gerne ein. Ansonsten, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Soran, wie Soran das schreibt. Ansonsten muss ich hier den Labermann spielen. Lalala. Ich fühle mich so ein bisschen wie Bernd das Brot. Wisst ihr, auf Kika, wenn dann irgendwie die Kindersendung vorbei sind und dann einfach da sitzt und irgendwie für Stunden einfach mit sich selbst redet. Lalala. Ja, hallo. Genau. Kevin ist auch wieder da. Aloha, welcome back. Und ich sehe schon, oh, da ist schon wieder ein Emoji. Der Krieg wird wieder bald ausbrechen. Sobald einer irgendwo ein Emoji reinhaut, geht's direkt los. Seht schon hier. Kevin hat auch schon wieder zwei weitere geschrieben. Genau. Anna hat geschrieben. Danke, Chan.
Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das hier Sarkasmus ist. Genau, wie gesagt, fragt eure Fragen, denn dafür ist die liebe Shirley da. Genau. Genau, ansonsten muss ich euch leider dazu verdammen, mir zuzuhören. Das tut mir jetzt echt wahnsinnig leid. Könnte den ganzen Tag so weitergehen. Nee, aber ich finde deinen Stil echt klasse. Das ist einfach eine schöne Mischung aus eben diesem japanischen Background und eben dein eigener Stil, der auch diese europäische Anmutung hat. Von daher, lass uns mal schauen, was du da draus zaubert. Wie lange brauchst du durchschnittlich für den kompletten Prozess von dem Scribble bis zum fertigen Bild, wo du wirklich sagst, jetzt bin ich fertig? Also nicht bis zum ersten Kolorieren, sondern bis zum fertigen Bild, das dann auch geproofed ist, um jetzt hier auch nochmal die Helena abzuholen. Also das kommt immer darauf an, wie komplex es hinterher wird, aber für so eins, also im Stil von meinen letzten Instagram-Bildern, die waren ja sehr detailliert und semi-realistisch, schon so 5, 6 Stunden. 5, 6 Stunden. Ja, wenn ich dabei konzentriert arbeiten kann. Dann sagt noch einer, da kriegt man nur Exposure für. Ne? 5, 6 Stunden ist halt echt schon viel Arbeit. Und dann Ja, auf natürlich auch jeden sich zu Fall. überlegen, was du überhaupt machst. Das gehört ja auch dazu. Ne? Genau, die Ideenfindung ist ja gar nicht mit einberechnet. Ja, und das dauert auch. Also das reine Handwerk jetzt quasi, da sitze ich 5, 6 Stunden dran. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Genau. Die Klaus hat geschrieben, wie heißt die Color Capture App? Capture CC. Ich schreibe es nochmal in den Chat. Capture CC. Und die kann man sich sowohl für iOS als auch für Android runterladen. Ist echt super praktisch und die ist auch kostenlos. Also die kann man auch nutzen, wenn man kein Creative Cloud Abo hat. Finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Auf jeden Fall vielen Dank, Soran. Danke. Fühle ich mich geehrt. Ja, ich, genau. Ja, wir hatten das ja schon mal das Thema. Also ich gucke immer, ne, je nachdem, wie man sich konzentrieren muss und du bist halt eben jemand, der sich da gerne konzentriert, das ist ja auch kein Problem, dann übernehme ich einfach das Labern und ansonsten nicht, ansonsten bin ich still. Ich bin wie Ja. so ein Radio. Ne? Drück's einfach drauf und dann rede ich nicht mehr. Genau, aber ich wollte euch ja noch die Links schicken, das mache ich jetzt nochmal schnell. Und wir sind nämlich jetzt schon mit der ersten Session jetzt hier mit Shirley sind wir jetzt auch schon fast fertig. Wir haben noch so ungefähr 5 Minuten. Und dann Oh. ist die erste Session schon vorbei. Aber wir haben noch zwei Das ging weitere aber Tage. schnell. Genau, es ging schnell, ne? Aber du malst halt auch wahnsinnig spannend, von daher. Und wir sehen auch schon, Mr. Benjamin Sterzenbach ist uns, wie die Rufus zu sagen, in the house. Das muss man auch so richtig schön betonen, ne? In the house. Genau. Auch jemand aus unserer Community, wie gesagt. Und da bin ich auch sehr, sehr happy, dass er da ist. Könnt ihr auf jeden Fall gleich sehen. Also wir sind so um 55 sind wir hier fertig. Und dann geht es dann tatsächlich direkt um 14 Uhr weiter mit Rufus und Benjamin zum Thema Animation. Und genau, heute Abend dann von 16 bis 18 Uhr sehen wir die Sina auf Instagram Sturmideenkind. Und da könnt ihr schon mal reingucken, wenn ihr ein bisschen Zeit habt. Und dann geht es zum Thema Fotografie weiter. Und das machen wir dann heute, morgen und Donnerstag. Wird auf jeden Fall sehr spannend, weil ich habe mir auch schon so ein bisschen mir angucken können, was es da alles gibt. Und gerade zum Thema Portfolio, ne, Fotografie und Illustration. Und wenn ihr ein bisschen was zu Animation habt, auch gerne mal Bescheid sagen. Da kann, glaube ich, der Benjamin sich das bestimmt auch mal angucken. Sehe ich leider immer so ein bisschen weniger da, aber bin mal gespannt. Genau. Und Annabelle hat gefragt, ob du morgen und übermorgen auch nur zeichnest, in Anführungszeichen. Genau, der Plan ist ja zu sagen, du zeigst uns dein komplettes Coloring, ne? Genau. Von der Skizze zum Coloring. Genau, das geht dann mit diesem Bild weiter. Genau. Und wenn du fertig bist, also wenn wir eben noch ein bisschen Zeit haben, dann geht es eben darum zu sagen, okay, dann kann man sich ja überlegen, ob ihr Vorschläge bringt, was man noch machen kann. Und wir haben natürlich ja auch noch das Ganze mit dem Portfolio, wo wir uns dann eben ansehen, was ihr Genau. macht. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ja, ich auch. So ein bisschen rate my illustration. You know what I'm saying? Okay, ich bin schon wieder aufgedreht. Sorry, Leute.
Genau, ich schicke jetzt nochmal den Link, sonst vergesse ich das. Und dann lassen wir das ganz sanft ausklingen. Freunde der Sonne. Willkommen bei Radio Chan. Nein. So, wo haben wir denn das coole Video gehabt? Also das müsst ihr euch auf jeden Fall mal ansehen, die beiden Creative Clash Folgen, weil das haben die echt top hingekriegt. Bin ich sehr happy mit der Arbeit und die will ich euch auch nicht vorenthalten. So. Zack. Da haben wir doch Folge 1. Ab in den Chat. Und Folge 2 haben wir direkt da. Ne, der schreibt, wie geht das mit Rate My Illustration? Ja, also wir haben es ein paar Mal schon gemacht, dass ihr einfach die Möglichkeit habt, eure Illustrationen, eure Fotos, was auch immer ihr an kreativen Sachen macht, einfach auf Instagram hochzuladen, beziehungsweise wenn ihr es schon habt und das gerne mit ins Rating, sorry, da war ich ein bisschen zu weit ausgefahren. Wenn ihr praktisch coole Illustrationen, kreatives Artwork, was auch immer ihr habt, auf Instagram habt oder haben wollt, um das Ganze raten zu lassen, dann einfach mit dem Hashtag AdobeLiveFam taggen und dann sehen wir uns das am Donnerstag nochmal an und die liebe Shirley gibt euch dann neben, also nicht zu allem, das ist natürlich nicht möglich, aber sie guckt sich dann einfach ein bisschen was durch und das, ja, was ihr ins Auge springt, das machen wir dann mal groß und sprechen so ein bisschen darüber. Ist immer ganz, genau, cool. Genau, gute Idee. Genau. Finde ich auch schön, dass dir das gefällt und dass du auch dich dazu bereit erklärst. Ja, klar, warum nicht? Genau. Und Helena schreibt auch, sieht bis jetzt schon super aus, Shirley. Das hat sich jetzt etabliert. Shirley, ist, das ist jetzt der Begriff. Genau. Stefan schreibt, Hannes und Ben mit Chan, schöne Kombo. Ja, es wird lustig. Das wird auf jeden Fall dieses Jahr noch sehr lustig, wirst schon sehen. Genau, und Carina sagt, ich bin schon auf die Schattierung und Lichteffekte gespannt. Da bin ich auch sehr drauf gespannt. Ja, die machen wir dann beim nächsten, ja, Mal. Vor allem, wie gesagt, ne, noch seht ihr die Kontur und da bin ich, das finde ich echt faszinierend bei dir, dass du sagst, die machen wir später einfach mal weg, weil davon lebt mein Bild. Ja. Was man jetzt so gar, also was ich zum Beispiel so gar nicht so kenne. Ne? Also schon, man kennt es schon, aber es wirkt dann oft sehr relativ komisch. Man ist so ein bisschen gewohnt, dass bei Illustrationen auch einfach klare Konturen dabei sind. Und das dann trotzdem so plastisch hinzubekommen, da bin ich wirklich mal gespannt, mhm, wie da dein Geheimnis ist. Okay. Ne? Stay tuned. Genau. Stay tuned. Genau, Nele. Adobe Live Fam, das ist genau das richtige Hashtag. Und da einfach alles taggen, was du hast und auch alles Neue einfach gerne reintaggen. Also das ist unser offizieller deutscher Adobe Live Hashtag, unter dem ihr alles runter reinhauen könnt, was ihr wollt. Und auch viele aus unserer Community folgen dem Hashtag, was ich auch ganz schön finde, weil dann kann man sich so ein bisschen gegenseitig updaten und gucken und tun. Und auch ganz viele von unseren Gästen benutzen den. Ich hoffe, du wirst das zukünftig auch tun. Auf jeden Fall. Shirley. Kevin schreibt, hallo, bieten hier auch UT? Bin ich nicht ganz sicher, was du damit meinst. Musst du nochmal bitte schreiben. Ach, Untertitel. Ah, Kevin, leider nicht. Das ist nämlich hier die deutsche Session. Aber wenn du dir auf Englisch die Sessions ansehen willst, da gibt es nämlich auch welche Pendants dazu. Die fangen immer um 5 Uhr an, 5 Uhr abends, also 17 Uhr. Das ist also so in 3 Stunden. Und genau, dann kannst du dir auf Englisch ebenfalls Sessions ansehen. Das ist hier tatsächlich der deutsche Livestream. Und den machen wir extra für unsere deutschsprachige Community, damit wir natürlich unseren lieben Kreativen in Deutschland und Österreich und in der Schweiz die Möglichkeit geben können und natürlich in anderen Ländern, wo man Deutsch spricht, euch die Möglichkeit geben können, mit coolen Gästen zu interagieren. Und genau, man sieht ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. So, wir haben jetzt noch so 2 Minuten, aber vielleicht, genau, mach du mal so deine letzten Striche für jetzt und dann können wir uns das nochmal kurz ansehen, dass du mal ein bisschen was dazu sagen kannst. Damit wir auch nochmal gemeinsam Tschüss sagen.
Soran, da hast du natürlich recht. Aber ich sehe gerade, er hat zum Glück verstanden. Sorry. Aber genau. Genau, es gibt den automatischen Untertitel, glaube ich, einen automatisierten. Ich weiß nicht, wie gut der hier funktioniert, aber wir haben eigentlich ein relativ gutes Mikro-Setup. Also ich hoffe, dass, wenn ich jetzt nicht gerade nuschel, dass man das versteht. Genau, ihr könnt jede Folge jederzeit auf YouTube oder adobelive.com nochmal ansehen. Und genau, so wie genau diese Folge. Und morgen geht es mit Shirley dann auch weiter und übermorgen auch. Aber wir sind ja auch dann gleich wieder hier mit Benjamin Sterzenbach und Rufus. Und heute Abend sehen wir uns wieder mit der Sina zusammen. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Genau, und ich würde jetzt mal sagen, vielleicht magst du noch genau. So. Alles gut. Vielleicht magst du noch mal kurz ein bisschen größer machen, dass das hier noch mal sieht. Und dann. Reinzoomen oder Nee, jetzt? einfach kannst du auf F drücken, glaube ich. Das sollte reichen. Ja, So, oder oder so. was meinst du? Passt. Das passt. Genau, lass mal, dass man es nochmal sieht, weil ich Ach finde es so. echt schön. Und da sieht man auch eben, ne, dass man das nicht unterschätzen sollte, wie viel Aufwand das eigentlich ist, so eine Kolorierung zu betreiben. Ne? Es ist nicht eben so einfach mal Klick und dann ist Genau. alles ausgefüllt. Das hier sind jetzt auch nur die Flats, also die Genau. Basisfarben und die eigentliche Arbeit kommt erst Die noch. eigentliche Arbeit, genau. Du hast jetzt eigentlich nur Vorarbeit geleistet. Ja, Ne? genau. Also, was hast du heute gemacht? Ich habe den Sketch digitalisiert Mhm. und ich habe die Flats gemacht. Und da bin ich noch nicht mal fertig. Also hier fehlt halt noch Jetzt kommen noch so ein bisschen die diese, kleinen, ja. genau, so Details und den Hintergrund, den Genau. werde ich morgen auch noch weiter Und ändern. dann kommt das ganze Plastische. Das sehen wir uns dann morgen an und Ja. übermorgen, je nachdem, wie lange wir brauchen, beziehungsweise du brauchst, weil ich Ja. gucke ja nur, dass ich die, dass ich das nebenbei so ein bisschen fülle. Du bist ja der Artist, die Artistin. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr da wart. Und wie gesagt, in 5 Minuten geht es weiter mit Benjamin und Rufus. Vielen Dank, Shirley, auch an dich. Ja, Und auch, gerne. dass du Shirley nennen kannst. Cooler Name. Shalaya. Shalaya! Shalaya Chronicles. Fast so wie diese eine Serie. Aber eigentlich schon Shannara. Genau. Schön, dass ihr da wart. In 5 Minuten geht's weiter. Tim, schreibt doch bitte nochmal auf YouTube den Link zu dem nächsten Stream. Ansonsten sehen wir uns um 16 Uhr. Vielen Dank, dass du da warst. Wir sehen uns morgen wieder. Genau. Bis Dann morgen. müsst ihr auf jeden Fall weiter einschalten und dranbleiben. Bis in 5 Minuten. Tschüss! Tschüss.